Und da sind wir auch schon wieder hier nach der kurzen Musikpause. Und wir sind jetzt mittlerweile schon in Pokémon angekommen. Aber auch wenn wir jetzt keine Bomben mehr entschärfen, die Bombenstimmung bleibt auf jeden Fall hier. Wir sind jetzt hier in unserem Zimmer zu dritt. Also auch wenn wir nur ein Doppelbett irgendwie haben, was irgendwie interessant ist. Auf jeden Fall, für die, die Pokémon kennen, also ich denke mal, jeder kennt Pokémon oder die meisten. Wir sind jetzt hier genau am Startpunkt. In welcher Region, Adion, nochmal? Johto, oder? Wir sind derzeit in Johto, ja. Genau. Und wie jedes Pokémon-Spiel starten wir hier in unserem Kinderzimmer. Und unten ist natürlich wieder unsere alleinerziehende Mutter. Oh, oben haben wir so eine Matrix, so eine Sequenz mit 1, 2, 3, 4. Das erinnert mich doch an eine Sache mit Phasen und wo man sagen muss, dass eine Folge ist. Ja, wir sind halt voll cool. Wir spielen sogar in einem anderen Spiel Bomben Diffusen. Ja, wir haben auch so, also ich und Galaxy, wir haben portable so Bomben auf unseren T-Shirts drauf. Ja, genau, irgendwie. Bomben, die man zum Pokémon fangen hernimmt. Das sind Pokébälle. Die explodieren hoffentlich. Also, zur kurzen Erklärung, wir sind jetzt in einem Online-MMO in Pokémon-Style. Genau. Man muss aber vielleicht noch dazu sagen, es ist noch in der Entwicklungsphase. Also, Es befindet sich inzwischen in der Beta. Heißt, ihr könnt noch nicht zu viel erwarten. Einige Attackenanimationen sind schon vorhanden, andere noch nicht. Aber ihr werdet es ja sehen. Die Animationen sind auf jeden Fall schon echt cool gemacht für ein Fanmade-MMO. Auch wobei, warum sage ich auf jeden Fall? Ich habe es noch nie gesehen. Also schauen wir es uns mal an. Adion hat schon ein bisschen länger gespielt als wir, Genus und ich. Ich bin schon ein Nerd, ja. Gerade eben erst angekommen. Adion wollte uns nur in unserem Kinderzimmer besuchen. Aber ich denke mal, dann Ich bin dann schon mal so nerdy und lad euch mal ein. Ah ja, genau. Dann machen wir mal eine Party. Perfekt. Yay, Party. Room Party. Ey, was macht der in unserer Room Party? Geh weg. Geh weg. Der sieht aus wir laufen mal um den herum jetzt. der sieht aus wie Professor Eich. Ja, in schon jung. Irgendwie. Nur ein bisschen gebräunt auch noch. Also der Alola Eich. Der jetzt auch. Warte, er darf sich doch nicht bewegen. Hey, nicht stehen bleiben. Nein. Hallo. Wo willst du hin? Boah, immer diese Leute, die das Spiel sofort starten wollen, ne? Also, ich würde sagen, dann geht ihr mal zu eurer, unserer Mutter. Ja, genau. Wir haben eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und der hat noch ein Togepi. Ich will auch ein Togepi, ja. Wo ist es ja gar nicht meine Mutter? Other Mother. Was will die jetzt? Für mich ist es die Tante. Oh, you're awake. Have you cleaned your room? Okay. Nein, ich habe meinen Raum, für die nicht Englisch sprechen, ja, wir haben unseren Raum zumindest nicht aufgeräumt. Der Junge, bla bla bla. Ja, es gibt immer wichtigere Sachen, als das Ding aufzuräumen. Professor Elm heißt er hier, sucht nach uns. Er will uns irgendwas fragen, also müssen wir ihn besuchen. Ich verspreche dir, das ist alles gut. Deine Frage verstehe ich tatsächlich nicht ganz. Was meinst du damit mit Pokémons? Können Pokémons auch aus dem Pokéball rauskommen, wenn man sie fangen will? Also, wenn du meinst, ob sie ausbrechen können beim Fangversuch, ja, können sie. Und wenn du meinst, ob sie hinter einem herlaufen können, ja, wie man an meinem Togepi sehen kann, können sie das. Togepi ist sonst dieses Pokémon. Also das ist wie in der gelben Edition oder der Hardgold-Edition, dass eure Pokémon, die an erster Stelle stehen, wieder brav hinter euch herlaufen können. Und das finde ich halt einfach mal das Genialste daran, weil das habe ich an Hardgold sowas von geliebt. Und und vor allen Dingen, ihr könnt halt hier richtig geil angeben, ne? Weil wenn ihr Shiny-Pokémon fangen solltet und es hinter euch herlaufen lasst, sehen auch alle anderen, dass es Shiny ist. Da kannst du irgendwie hier gerade einfach, dann fangen wir uns ein paar schöne Pokémon und laufen dann einfach mit unseren tollen Pokémon um die andere. Genau, hallo, Prestige. Wir haben Shiny. So, wo müsst ihr hin? Wir müssen zu Professor Elm, wie er hier heißt. Bin ich mal gespannt. Ich muss euch erstmal nur folgen, weil eure Mutter ist nur meine Tante, also sind wir trotzdem irgendwie verwandt. Ja, weil du aus einer anderen Region bist, ne? Ja. Ist das hier der Nachbar? Wir sind in der. Oh mein Gott, der reitet auf einem. Was war das? Jetzt habe ich es nicht. Ich habe es nur ganz kurz. Stranger, oh, schau mal. Wir dürfen ja nicht mit Fremden reden, aber ich will mit Fremden reden, warte mal. Ich rede auch mal mit Fremden. Hallo, what? Von meinem Pokémon. Ah, Leave Me Alone. Okay, ja, ich glaube, der raubt Professor Elm gleich aus. Und das ist klar, ich vermute mal, die lässt uns nicht aus dem Dorf. So wie in jedem guten Pokémon-Spiel. Genau, war doch klar. Gut. Na dann ab zum Professor mit euch. Nee, warte, wir müssen ins Haus rein. Aber der Rote erinnert mich doch an den Rivalen aus Hardgold.
Mal gucken, ist das das Richtige? Ist es der Rivale Ardion? Weil so sah der Rivale in Ardion. Ja, das ist der Rivale aus Johto. Ah, war doch klar. Dann kommt er jetzt wahrscheinlich gleich reingestürmt und will unser erstes Pokémon-Battle wie in jedem guten Pokémon-Teil haben. Genius, kommst du auch mit rein? Ja, warte, ich bin hier schon drin wahrscheinlich, oder? Nee, Genius ist oben rein. Oh, was, ach oben so, rein? Es gibt auch einen unten rein. Oh ja, ja. Ah, hier, das Genius, sind jetzt da musst die zweideutigen rein. Gespräche. Da, in die Tür. Ja, erstmal zur Frau gehen. Das war schon klar. So. Gleich wieder die Leute erstmal stalken. Dr. Phil? Nein, wir müssen mit Elm, der ist Professor, der hat keinen Doktortitel, das hat er nicht hingekriegt. Aber okay, er hat schon der nach hat uns gesucht. Der hat den Doktortitel übersprungen und hat einen, ja, genau, der ist direkt Professor geworden. Du brauchst meine Hilfe, bla bla bla, wir müssen nach Cherry Grove City. Mr. Pokémon, was ein toller Name. Ja, genau. Wir sollen uns bei ihm erkundigen. Ja, du kriegst einen Partner und ich muss zur Maschine gehen wie in jedem Pokémon-Teil. Okay. Verdammt, ich kenne die englischen Namen nicht. Kann mir mehr sagen, was Chikorita, Totodile und Cyndaquil sind? Chikorita ist Endivie. Toctodile ist Kanimani und das andere ist halt Vollriegel. Ah, ich glaube, ich habe Vollriegel damals. Also Cyndaquil ist Vollriegel. Ich habe Vollriegel damals genommen. Was nimmst du, Genus? Gute Frage. Was ist denn, was okay ist? Also kommt drauf an, was bedeuten die Farben eigentlich? Also grün ist Pflanzen-Pokémon, blau ist Wasser-Pokémon und rot ist Feuer. Warte, jetzt habe ich das Bild von... Dann nehme ich Wasser. Nein, da bist du effektiv gegen mich. Yes. Okay, ja, nee, dann nehme ich Vollriegel, weil den habe ich damals auch genommen. Oder warte, was ist das? was ist denn das Pflanzen-Pokémon? Dafür habe ich gerade gar kein Bild im Kopf. Das Pflanzen-Pokémon ist Endivie. Ach, das ist doch diese Schlange da, oder? Nee, das ist das mit dem riesen Blatt auf dem Kopf. Blatt auf dem Kopf? Mhm. Ich nehme mein... Weil die anderen beiden kenne ich, aber ich nehme jetzt mein Feuer-Pokémon. Ja, ich habe Feuer-Pokémon. Ja, das passt ganz gut. Ich bin ja mit Tyrasrock... Ach, das rennt mir sogar also, hinterher, wie ich hab, süß. Ich bin ja auch mit Kanimani unterwegs. Yay, ich habe auch einen Vollriegel. Der wird dann voll später voll cool zu Turnupto, glaube ich. So, was will Phil haben? Und ihr müsst jetzt zu dem Mr. Pokémon. Reach Cherrygrove City, also wir müssen in seine Stadt. Ach so, ja, erstmal in die Stadt. Na gut. Ich habe einen Pokéball bekommen, wie nett. Und aber jetzt? Was meinte Katiba mit dass er das als Trinkspielersatz braucht? Shiny. Also Laylor hat jetzt gerade scheinbar uns schon wieder hintergangen und hat gesagt, jedes Mal, wenn jemand von uns Shiny sagt, werden sie trinken. Aber wir haben doch Shiny. Sterbt dein Alkoholvergiftung. Warte, Rolle. Zitat Laylor. Na dann, ich als euer Pokémon-Daddy oder... Nee, wir sind ja Cousins. Also, ich weiß nicht, was das Doppelbett bei uns zu bedeuten hat. Folgt mir. Wir sind im Saarland angekommen, ne? Ja, wir gehen jetzt in die Stadt, wir gehen bummeln. Gibt's ja nicht dann auch mal die... Will die jetzt schon wieder Pokémon-Kampf, diese Mitzfritzel, Alter? Dann hau ich die Mitzfritzel aber zusammen. Will sie was von euch? Where did I park that bus? Oh, hello, did you know Emma? Was? Ach, well done, Emma, was hat die für Persönlichkeitsprobleme, alles klar. Und so. Galax sagt zu wenig Sicherheit, ja, aber bei dem Spiel habe ich bisher noch keine Sicherheitsbedenken. Zumindest, was ein bisschen bedenklich war, dass der Professor so komische Leute an seinem Haus rumlangt. So, und um euch ist was etwas... Was will die Lady hier im Busch? Um es etwas was im Busch? Weniger leicht zu machen, habe ich jetzt einfach mal Togepi dabei, das ist auf dem gleichen Level wie eure Anfangs-Pokémon. Ah, super. Dann verdammt, wir haben Kampf. Ein Kampf. Sind wir jetzt alle drin gleichzeitig im Kampf? Okay. Ja, ach du Schande! Hut! Hut! Wissensvogel! Oh nein, was machen wir? Ich gehe auf Risiko, ich gehe auf Metronom. Was hat. Ach ja, nur Tackle. Sollen wir vielleicht mal uns alle auf. Ich glaube, Tackle haut nicht einen sofort aus. Gehen wir vielleicht alle mal gemeinsam auf ein Hut. Ich vermute mal dann. Kann bei Metronom nichts aussuchen. Okay, also ich habe jetzt hier Pokémon, Items, Run und Fight. Was sind da die Optionen? Du musst auf Fight? Fight. Ja, wir wollen kämpfen. Okay. Und dann Fight? Und dann sind wir zu Werte, ne?
Nee, dann leer ist eine Attacke. Also beziehungsweise das ist, glaube ich, senkt die Statuswerte vom gegnerischen Pokémon. Ja, das ist Überblick. Ich spiele es leider nicht auf Englisch. Aber wenn du länger mit der Maus drüber bleibst, dann wird es auch beschrieben. Ja, okay, Tackle, ich habe ja einmal Base Power und Accuracy. Genau, und Base Power macht am besten irgendwas an Schaden, bitte. Und Tackle, okay. Du siehst es an, genau, Base Power bezeichnet den Schaden. Da, und Tackle ist bei mir das Schadending. Ich greife einfach mal das in der Mitte an. Wir könnten ja mal alle das in der Mitte angreifen oder so. Eine Idee. Also wie ihr seht, die Pokémon bewegen sich schon, aber es gibt keine Direktanimation der Attacke. Oh, schade. Als ob wir jetzt alle drei das angegriffen haben und es lebt immer noch. Nein, in der Mitte. Nee, ich habe was anderes angegriffen durch Metronom. Was? Fell? Was? Ich hab -3 Schaden genommen. Hey, mich greift keiner an, so muss es sein. So, das heißt, okay. Ich nehme nochmal Metronom, ich mag Risiko. Ich habe jetzt die Leer-Attacke. Leer ist Silberblick. Nimm das nicht, das bringt nichts. Das senkt nur die Statuswerte. Okay. Ich hasse diese Attacke. Also vielleicht, manche Trainer mögen die, aber ich mag die ja nicht überhaupt nicht. Ja, aber im, sag ich mal, PvE brauchst du es nicht. Ja. Gar keinen Schaden gemacht. Erste Hut ist tot. Ja, die machen keinen Schaden, weil die halt einfach nur die Statuswerte senken und das. Ja, keine Metronom, Ahnung. Ich hab Disarming Voice. Oh, okay. Schaut ihr nicht auch in den Twitch-Live-Chat, weil da, den habe ich jetzt da nicht, kann ich da nicht offen haben. Sonst verbraucht ihr meinen ganzen FPS. So, diesmal mache ich eine normale Attacke. Na komm, Headbutt. Meine Frage jetzt, wenn wir diesen Kampf überlebt haben. Achso, ich kann das gar nicht angreifen, wir dann das da hinten. Die Dinger zurück? Also die leben? Die leben, ja. Nein, nee, das musst du alles selber heilen. Du musst zu dieser vertrauenswürdigen Schwester Joy normalerweise gehen, die dir immer wünscht, wenn du mit deinen, wenn du zu ihr gekommen bist, um Pokémon zu heilen, die wünscht dir jedes Mal, ich hoffe, du kommst bald wieder. Also die ist so eine richtige Sadistin irgendwie, die will, dass deine Pokémon. Jetzt habe ich Schwester Joy enttarnt. Ja, sie ist sadistisch und möchte einfach nur, dass du deinen Pokémon zufügst. Genau, damit sie es ja heilen kann. Hey, wir haben Party Battle gewonnen. Yay, so. Ach, du heilige Scheiße. Ach, Galax, beweg dich doch nicht so viel. Ja, aber wie sollen wir durch die Wiese kommen, wenn wir... Die sehen ziemlich ekelhaft aus, aber ja. Das sind Radfratz. Soll ich ein anderes Pokémon nehmen? Warte mal, habe ich ein Item? Nein, wir wollen ja auch irgendwie... werden die eigentlich die EPs gleichzeitig verteilt? Also ja, die werden gleichmäßig an uns verteilt. Warte mal, wie heißt mein Pokémon nochmal? Das blaue? Deins ist Totodile. Also Kanimari oder wie auch immer. Ich kann ein bisschen heilen eventuell, oder? Ja, komm, oder? Ja, nein, 15 von 21, das reicht noch. Okay. Ja. Wieso hast du eigentlich ein HP mehr, Mann? Ich will... Dann gehen wir mal die Fight. Ich hab noch gar nicht die Wesen angeschaut von meinen Pokémon. Oh, du machst ja richtig Schaden. So, mal gucken, was beim Metronom diesmal rauskommt. Oh, Alter, wir haben jetzt auf einmal mehr Schaden gemacht. Pardon, na toll, ich hab Härtner eingesetzt. Metronom kenne ich gar nicht. Wie heißt die auf Deutsch? Metronom. Echt? Okay, die Attacke kenne ich nicht. Die macht einfach nur zufällig irgendeine Attacke aus dem kompletten Repertoire. Ah, okay. Also irgendeine. Und wieso genau ist es sinnvoll, die zu nutzen? Weil was Lustiges rauskommen kann. Wow! Ich meine, es könnte auch passieren, dass plötzlich Explosion kommt und ich uns alle töte, aber... Hat ein Pokémon Explosion? Nein, aber das die muss die Attacke nicht kennen. Inzwischen. Ach, das kann einfach so viele... Aus dem kompletten Attackenrepertoire kann durch Metronom irgendwas kommen. Wieso kann ich das Pokémon jetzt nicht auswendig? Es ist zu weit weg. Okay. Ja, die anderen sind doch schon tot. Soll ich jetzt greife ich die toten Pokémon an. Wow. Ja. Leichenschändung auch noch. Nein, meine Attacke ist daneben. Wow, gleich mal Leichen. Ich zeig dir, wie das geht mit der Attacke. Ja, keine Ahnung. Man kann die Runde ja auch aussetzen, indem man auf diese zwei Pfeile sitzt. Oder ey! Was? Nein, du hast meine Position weggemacht. Ach, ich dachte, deine Position hast du jetzt verloren. Schön, dass du nicht mehr gefragt hast. Das finde ich nicht okay. So, und ihr habt jetzt unten gesehen, ihr habt jetzt ungefähr 15 XP bekommen. Und wenn ihr euch eure Pokémon angucken wollt, klickt ihr einfach unten auf das Pokémon drauf mit der linken Maustaste. Was? Auf welches Pokémon drauf? Auf okay. Das, was ihr da ist. Das HP jetzt wieder. Oh, das ist schön. Da kannst du die normale Info sehen, die Moves. Und tatsächlich, hier ist das IV und EV-System wesentlich einfacher. Du siehst,
gleich, welche EV dein Pokémon hat, also wo es gut drin ist. Und die EVs, die kriegst du mit jedem Kampf, kriegst du EV-Punkte. Und in diesem Spiel hier ist das so cool gemacht, die werden nicht einfach random verteilt, gleich wenn du ein Pokémon besiegst, sondern die Pokémon, die du besiegst, geben dir die Punkte und du kannst sie selber so verteilen, wie es für dein Pokémon sinnvoll ist. Ah, cool. Okay, und wieso ist jetzt bei meinem EV schon 3 bei HP und 3 bei Speed? Weil er zu viel Speed sich durchgezogen hat, oder was? Nein, ist das? Das sind einfach, das sind die, die du jetzt verteilen könntest. Ja, aber wieso? Warte mal. Nee, das, da oben stehen einfach nur die Punkte, die du in dem Ding gesammelt hast schon. Schon bisher gesammelt hast, okay. Ja. Und du könntest jetzt 3 Punkte in Speed packen oder 3 Punkte in HP. Oder so wie ich einfach beides in alles einsetzen. Aber nein, das ist nicht sinnvoll. Das verstehe ich nicht. Echt nicht? Wieso? Das ist ganz einfach. Oben steht, in für welchen Statuswert du EV-Punkte gesammelt hast. Und unten drunter hast du die Möglichkeit, diese zu verteilen, die du gesammelt hast. Ja, aber du kannst sie ja nicht verteilen, weil du kannst sie ja nur zu dem hinzufügen, wo du sie bekommen hast. Ja, eben. Ja, also dann kannst du sie ja nicht verteilen, sondern du kannst sie einfach nur hinzufügen. Na, aber du musst sie ja nicht hinzufügen. Klar, wenn du jetzt... jedes gegnerische Pokémon gibt andere EV-Punkte. Aber, okay, ja, aber... Jetzt, ich glaube, es macht ja keinen Sinn, sie nicht zuzuweisen, oder? Doch, weil manche nicht wirklich sinnvoll sind. Es wäre jetzt vollkommen sinnlos, dem Togepi HP zu geben. Wieso? Weil das nicht sinnvoll ist, weil das Moveset von Togepi kein Tank ist. Und auch die Weiterentwicklungen davon gehören nicht dazu. Ja, aber nur weil er kein Tank ist, kannst du ihn ja trotzdem einfach mehr HP haben, noch kein Pokémon geschadet, oder? Naja, aber du hast ja eine Begrenzung von EV-Punkten. Du kannst insgesamt nur 510 verteilen. Ah, jetzt sehe ich sie erst. Ach, und wenn du sie irgendwo reinsteckst, ist ja scheiße. Ich steck sie irgendwo rein. Nee, da kümmere ich mich mal später drum. Puh, das ist schwierig. Das ist nur eine kleine Erklärung gewesen. Danke, übrigens, jetzt habe ich es verstanden. Und übrigens mit den besonderen Münzen oder Pokédollern, die wir haben, können wir auch die IV rerollen. Heißt, wenn wie viel kostet es? Unterschiedlich. Wenn du gar keinen Wert fest behalten willst wieder, kostet es im Moment für mein Togepi zum Beispiel 10.000 Pokédollar. Oh, okay. Das ist aber sehr viel. Ja, das verdient man relativ schnell im Verlauf des Spiels. Hey, warte, ich habe einen Schal bekommen. Warte. Wie ziehe ich den an? Genau, erstmal wieder eine Box öffnen. Das erkläre ich auch nochmal. Es gibt alle paar Minuten, das sieht man hier unten immer so schön, eine kleine Free-Loot-Box. Und da gibt es halt sowas wie Outfit-Artikel oder Poké-Dollar oder die Goldmünze, mit denen man sich Outfits kaufen kann. Jo, ich hab so anziehen. Einen blöden, schwulen Laufball bekommen. Irgendwie bin ich hier nicht so Liebesball, was diese Kackdinger angeht. Aber ein Liebesball ist ja, glaube ich, wenn das Pokémon des anderen Geschlechts ist, glaube ich. Ist das jetzt also sowas wie so ein Puff für Arme? Was? Nein. Nein, der Liebesball ist einfach, du fängst damit so gesehen Pokémon gegen ihren Willen ein, damit sie für dich kämpfen können. Nein, der Liebesball sorgt einfach dafür, dass Pokémon vom anderen Geschlecht sich leichter besser fangen lassen. Ja, das sind halt diese ganzen, du hast ja auch letztens schon mal einen Wiederball bekommen. Das ist halt, das haben wir auch dir gesagt, das ist ein Ball, wenn du das Pokémon schon mal gefangen hast, dann kannst du es jetzt nochmal fangen. Und nein, Lelo, wenn wir ans Herz der Karten glauben, digitieren unsere Pokémon immer noch nicht aufs Mega-Level. Digitieren nach, ja. Aber Mega-Entwicklung, gibt es eigentlich Mega-Entwicklungen in dem Spiel schon? Das weiß ich nicht, oder? So weit war ich noch nicht. Ich glaube aber schon. Also, wäre mal interessant. Jetzt aber mal ernsthaft, ich will die Kleidung... Oh. Ich hab mich bewegt euch nicht! Doch, wir müssen grinden wie in einem schlechten Japano-Game. Yay. Normalerweise müssten wir jetzt eigentlich schon gegen den Rivalen gespielt haben, aber. Nein, noch lange nicht. Hey, der Rivale trifft erst auf dich, nachdem du bei Mr. Pokémon warst. Das kannst. Ja, vielleicht in dem Spiel. Oh, Spoiler. Aber. Nein, das ist normal. Bei Heart Gold so. Doch. Aber ich hab in jedem. Gemacht. Nein. Ist in jedem das kann nicht sein. In jedem Spiel ist es doch so, du wählst dein Pokémon aus beim Professor und dann nimmt dieser gottverdammte scheiß Rivale immer das Pokémon, das effektiv gegen deins ist und fordert schon dich sofort zum ersten Kampf heraus. Es nimmt das Pokémon, aber hier in Gold und Silber war es ja so,
dass der gegnerisch, also dass dein Rivale ein Dieb ist und der bricht beim Professor Lind ein, während wir bei Mr. Pokémon sind. Ah. Okay. Und dann kämpft er halt erst so gesehen auf seiner Flucht gegen dich. Ah, okay. Er hätte sich mal besser um die Sicherheit gekümmert, ne? Ja. Sicherheit. Shiny, 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 shiny. Ja, also ich bin raus. Wir versuchen euch mal weiterzukommen. Ey, greift mich Ines jetzt. Alt, verdammter Ines, Alter. Verdammter Ines. Ah, nee, der gibt mir Pokébälle. Oh, ja, okay. Danke, Ines. Du bist cool. Ja, ihr müsst ja auch irgendwas fangen, ne? Ja, also aber ich warte, bis Ines soweit ist, sonst ist er nicht im Kampf mit dabei. Achso, ja, ich hatte Glück, ich bin rausgekommen. Ines? War risky, risky. Gut. Also weiter. Ja, aber mein Pokémon ist ziemlich, Egal, ja. Du hast uns. Ja. Du wirst ja, schon, trotzdem, das wird schon nicht sterben. Kann ich es nicht irgendwie heilen? So ein bisschen. Nee, da ist ein Lemmy. Wir gehen mal zu Lemmy Wings da. Lemmy Wings? Oh, scheiße. Pfui. Hallo? Blablabla. Ja, man soll, von Klippen springen, alles klar. Ja, guck, perfekt, wir können von Klippen springen. Ja, oh, das ist genau das, was Videospiele einem beibringen sollen. Wieso schlafen die Bäume hier? Kann das bedeutet, dass da Pokémon drin sind. Das heißt, man kann da Kopfnuss verwenden und die raushauen. Oh, das habe ich auch in Pokémon Hardcore so geliebt. Jetzt kommt wieder hierher, wir müssen hier laden. Ja, ich liebe Pokémon. Wir müssen hier laden. Wir müssen außenrum, wir haben kein... Ach doch, ich habe Zerschneider. Soll ich uns abkürzen? Ja, aber wir haben doch noch keinen wir haben doch noch keinen Zerschneider. Es kann nicht sein, dass es vorausgesetzt wird. Wir müssen doch nach links. Nein, hier lang. Es ist wegen dem nicht vorhandenen Zerschneider, muss man hier lang. Aber da kommen wir doch wieder zurück. Oben kommt man ja lang. Ich vertraue dir einfach mal. Händenweg, ich bin der Pokémon-Papa. Ja, aber hab ich jetzt auch. Oh, du bist rechts runtergesprungen, jetzt musst du nochmal durch die ganze Wiese zurück zu uns gehen. Und jetzt haben wir wieder die Hutut, ich finde das so cool. Egal, wir sind jetzt erstmal hier zusammen. Aber eigentlich habe ich nichts gegen Hutut. Ich habe eine neue. Ich auch. Okay. Water Gun, probieren wir aus. Wieso eigentlich? Wir haben nicht mal doch, ein neues Level bekommen. Nein. Nicht? Wir sind beide immer noch Level 5. Ja. Merkwürdig. Was ist da, wie funktioniert das? Okay, das ist aber merkwürdig. Warte, killt mal bitte nicht das Pokémon, das mir gegenüber ist, ich will das fangen. Einfach aus Prinzip. Ja, wir müssen dann eh erstmal zwei wegmachen, glaube ich. Ja, haut halt einfach mal die zwei da weg und ich schau, dass ich... Nur halt bitte nicht angreifen. Du kannst auch eigentlich schon deins fangen, Venus. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich glaube, du kannst erst fangen, wenn nur noch ein Pokémon da ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann greife ich es jetzt noch einmal an und hoffe, dass es nicht verreckt. Oh, das ist so wenig, aber wenn ich es nochmal angreife, dann verreckt's. Ach man. Headbutt. Oh, ich misse dauernd. Togepi, du bist scheiße. Tja. So, mal eine Frage an unseren Chat, der uns zusieht, wie wir endlos versagen gegen Hoothoots. Wie ist das denn mit euch? Habt ihr schon Pokémon gespielt? Würde euch sowas wie das MMO hier interessieren? Weil man könnte dann sogar irgendwann mal sagen, man könnte so eine Furry-FM-Gilde aufbauen in Pokémon. Ich freue mich sowieso schon die ganze Zeit dass wir jetzt Pokémon spielen. Und ich habe jetzt letztens ja auch, dank dir, weil da du mich darauf hingewiesen hast, dass es Pokémon XD gibt, Nachfolger zu Pokémon Colosseum. Und hast du es dir schon bestellt? Was? Hast du es dir schon bestellt? Ich hab's schon zur Hälfte durch. Oh, und das erste Hutut ist tot. Es sieht wirklich halt aus, als ob es gestorben ist, so wie es da liegt. Jetzt ist halt gestorben und ihr wollt dann wieder Leichenschändung betreiben. Aber warte, dann fange ich doch das in der Mitte. Genius, greif nicht das in der Mitte an. Das hat so wenig HP, das will ich fangen. Ich heile mein Pokémon. Scheiße, zu spät. Kann ich Boy! Warte, kann ich... Aber ich denk mal, bevor er angreift... Ja, versuch halt erstmal. Ich versuch's mal. Ist dabei nicht doch, werden noch andere leben. Okay. Ja. Kiele 01 fragt, ist dabei nicht ein Kult entstanden? Okay. Welcher Kult? Wisst ihr, worauf das bezogen ist? Habe ich das Pokémon gefangen? Du hast es. Yay, ich habe ein Pokémon. Du hast einen Hut. Auch wenn es verdammt unterlevelt ist und scheiße ist. Aber Genius, lauf erstmal wieder außenrum. Ja, klar. Und so gut wie tot. Aber warte, lesen wir es nur mal kurz. Vielleicht als Randomizer, da hat man einen Überraschungseffekt, anstatt ständig gegen Hutus zu kämpfen. Stimmt, Aninok, Randomizer, ja, lauf mal außen rum, Genius.
Randomizer habe ich tatsächlich auch mal gespielt. Da habe ich Platin, glaube ich, mit Randomizer gespielt. Ist halt so verrückt. Aber das macht halt auch so mega Spaß. Vor allem, wenn du dann halt direkt in der ersten Wiese irgendwie so ein Mewtwo oder sowas bekommst. Und denkst du so, verdammt, jetzt muss ich gegen Level 5 Mewtwo kämpfen oder Level 3. Aber es halt hat trotzdem mega gute Werte im Vergleich zu deinem Starter-Pokémon. Aber das kann man wahrscheinlich hier online logischerweise nicht machen. Aber Randomizer finde ich auch richtig cool. Die machen auch immer sehr, sehr viel Spaß. Genius, kommst du jetzt endlich mal wieder? Ja, gell? Genius? Nein, du kannst ja nicht drüber laufen, Genius. Doch, muss er ja. Ja, du musst außen rum laufen. Du kannst nicht gegen eine Klippe laufen. Ja, nee, das geht leider nicht. Darum ging's nicht. Ich hab mich nur so ein bisschen verlaufen. Aber hey, guck mal, es ist wieder Tag und ich bin wieder da. So, und jetzt gehen wir endlich in die nächste Stadt. Ja, warte. Alter, wenn jetzt wieder ein fucking Pokémon kommt. Deine Scherz. Warte, was haben sie noch geschrieben? Pokémon habe ich nur auf dem Gameboy gespielt, das erste, und das Pokémon One sieht sehr gut aus. Oh ja, finde ich auch. Habe ich nur auf dem Gameboy gespielt. Gameboy habe ich erst, ich habe tatsächlich erst auf dem DS gespielt. Ich will den Pokéball da oben haben, warte. Wir werden zwar in den Kampf kommen, aber ich will den Pokéball. Hallo? Baylor fehlt nur schwarz und weiß, die zwei Teile. Ey, ich habe davon. Wo wollt ihr hin? Aber schau mal, da links ist eine Tür, also so ein Durchgang. Erstmal haben wir den Kampf. Ja, aber ist links nicht ein Durchgang gewesen? Und wieso? Wieso liebe ich sogar noch mehr eigentlich als Hutut? Soll ich jetzt auch noch fangen? Ja, Hutut okay. Ist halt auch kacke. Das Problem ist, die Pokémon sind alle scheiße. Ja, aber Pokédex. Ja, aber welches? Ich weiß nicht, ist Visor oder Hutut besser? Ich glaube, Hutut ist schon besser als Visor an sich. Ja, Hutut ist halt ein Pokémon, dann hat es für dich zumindest, wo du dann Flugattacken später noch hast. Ja, einerseits entwickelt sich ja weiter zu... Puh, keine Ahnung mehr. Ich weiß, wie es aussieht, aber ich habe den Namen vergessen. Noctu. Ja. Wenn das Pokémon greift, ich greife mal das in der Mitte an und hoffe... okay, das wird jetzt eh verrecken. Warte, es steht so viel. Um Gottes Willen, das ist... Tausende Leute, Befehl, ja. Die alle unterschiedliche Befehle geben, das sind drei Tage... Die sind drei Tage im Kreis gelaufen? Oder? Läuft es dann mit unserem Pokémon. Wir laufen alle nur noch im Kreis. Genau. Galax, es geht um Twitch, spielt Pokémon Rot-Blau. Also alle mit... Aha, okay. Als alle mit Chatbefehlen den Charakter gesteuert haben. Was? Ach so, ja, nee, das kenne ich auch von einem anderen Streamer auf Twitch. Da gab es tatsächlich ein Twitch spielt Pokémon und dann musstest du mit Chatbefehlen den Charakter steuern. Warte, ich muss mal wieder tauschen. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Runde überspringe. okay. Da sind die dann halt ewig im Kreis gelaufen, weil sie sich nicht einigen konnten, wer die Chatbefehle für das Bewegen macht. Wegen der Pokémon, Twitch spielt Pokémon. Ich liebe ja alle Pokémon-Games seit vielen, nur Schwarz und Weiß und die zweiten Teil davon. Ja, Schwarz-Weiß 2 habe ich tatsächlich, glaube ich, auch nochmal angespielt. Warte, das will ich fangen, das Pokémon vielleicht. Und ja, Schwarz-Weiß 2 sind echt cool, da stimme ich definitiv zu. Weil ja, es sind halt wirklich einfach richtig gute Nachfolger. Sie spielen zeitlich korrekt, 2 Jahre nach der Zeit der ersten Scheiße, Spiele. Erstmal Leichenschändung wieder mal. Ja. Also du musst dich beeilen. Oh, Electrify. Oh, es ist paralysiert. Als ob das Elektroattacken hat. Es war Metronom. Achso, das war, also warst du. Jetzt hast du wieder eine Chance, es zu fangen. Ja, ich versuch's, ja. Aber ja, Schwarz und Gold habe ich auch gespielt und geliebt. Warte, glaube ich, noch auf euch. Die zweiten Teile habe ich mir auch nicht immer geholt, aber ja. Ich habe das Gefühl, von Schwarz und Weiß gibt es aber die meisten Fanzeichnungen für Erwachsene. Also von weiblichen. Schwarz und Weiß. Oh, Pinko Chiller fällt mir da ein, ne? Glaube ich, heißt es doch. Oder? Adion, also, weißt du, was ich meine? Da kannte ich die meisten tatsächlich eher von X und Y, weil du da das erste Mal jugendliche Charaktere hattest. Was, als Trainer? Oder ja. Als... Du warst als Trainer endlich mal nicht mehr 10 Jahre alt. Ich fand aber, ich weiß nicht, ob ihr die Serie noch angeschaut habt, Schwarz und Weiß fand ich persönlich auch am erwachsensten irgendwie. Ja. Vor allem mit dem... Jetzt fang endlich das scheiß Visor. Ja, ich kann gerade nichts machen. Also ich warte gerade auf irgendwen. Was? Ich muss irgendwen fangen? Ja, du musst die Leiche schänden in der Mitte. Jetzt komm. Ja, mach ja, Leichenschändung. Okay. Oder mach Silberblick, also Lier. Ja, das nee, ist... Nee, ich guck jetzt einfach, dass ich die Leiche nochmal schände. Komm, jetzt geh rein, Visor. Ich werde dich zwar nie wieder rauslassen und du bist nur Level 2 und ich werde dich auch nicht trainieren, aber danke, jetzt habe ich dich. Geht doch.
Da, wir müssen nämlich endlich mal weiterkommen hier. Aber bist du dir sicher, dass wir rechts müssen, weil links ist doch, ist doch eine Tür da? Ja, jetzt müssen wir aber links hin. Ah, ja, sag ich. Wir mussten halt unten rechts lang. Okay. Taubsi. Und schwarz und weiß, ja, Pinkochilla oder wie auch immer dieses heißt, dieses total flauschy Pokémon. Das kam auch in der Serie vor, das habe ich total geliebt, aber das war so ein total hochnäsiges Pokémon, das ich irgendwie habe das so Gefühl, wunderschön ich werde jetzt war. Sterben. Wieso, du hast doch noch. Warte, wer bist du nochmal? Totodile, hast oder? Hast du keine Tränke? Nee, ich habe gar nichts. Deswegen sag ich hab einen Trank. Soll ich denn bitte schön meinen Pokémon heilen? Das habe ich gefragt. Ich habe nichts gesagt. Ja, aber wir können es nicht. Du kannst es nicht heilen, es sei denn, du hast einen Trank. Ja, stimmt, ich kann jetzt die Anleitung mal schließen. Problem ist halt beim. Kann man den Twitch-Chat eigentlich auch in einem externen Ding nochmal öffnen? Weil sonst muss mein PC auch noch das anzeigen und das ist eher harte Arbeit für den. Wenn er so viel gleichzeitig anzeigen muss, oh, naja. Gut, so, jetzt fehlt noch das eine Taubsi. Alles tote Chicken Nuggets hier. So. Schwarz-Weiß und 2, ja, das sind gute Nachfolge, bla bla bla. Und für eine Geschichte 2. Ja, aus dem Musik toll und die Jahreszeiten sind typisch. Oh ja, die Jahreszeiten stimmen, der Aniok. Ah ja. So, jetzt versuchen wir mal weiterzulaufen. Oh, wer hat God das damn gedacht? Ich glaube, wir kommen hier nie wieder raus. Was hey, passiert Taubsies. Eigentlich, wenn ich sterbe, Leute? Das könnte ja jetzt schon passieren, ne? Mit 3 HP. Müsste er dann nicht, weil er kein anderes Pokémon hat, würde er dann nicht irgendwie im Pokécenter auftauchen? Theoretisch? Ja, theoretisch. Oder, da er noch nie in einem Pokécenter war, weil man ist ja normalerweise im letzten Pokécenter, spawnt mal wieder. Dann wird mein Account gelöscht. So. Dann, du Noob, fang nochmal von vorne an. Nein, ich vermute mal, im schlechtesten Fall respawnt er jetzt dann in unserem Kinderzimmer dann. Ne? Na, Genius, erzähl uns mal, was passiert. Ja, aber ich habe auch noch 3 Leben. Ach so, du hast einen Hut. Echt? Wusste ich gar nicht. Also, ich habe gar keins gefangen. Ist es jetzt mein Hut oder? Ja, das ist sein. Mein Hut. Ach nee, ja, ich habe mein Pokémon jetzt anscheinend eingesetzt, okay. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch dein Pokémon, weil ich kann es nicht steuern. Ja, deswegen sage ich ja. Dann musst du jetzt für 2 cool. spielen. Ach goddammit, die sterben aber trotzdem beide. Vor allem das Pokémon ist schwach, Mann. Hau die mal zusammen mit deinem Togepi, ernsthaft. Also Aniok, die Welt ist... Und mein Hut ist auch tot. Ist halt ganz normal aufgebaut wie die Region. Also es gibt Es gibt jetzt Kanto, Johto und ich glaube auch Höhen oder Hohen. Und ist halt, du läufst halt da durch, wie du da durchläufst. Du spielst in jeder. Oh, ich dachte jetzt schon, jetzt kommt irgendwie so ein wildes Cherry Satan. Und ich denke so, alles klar, ja, jetzt sind wir im Arsch. Hey, ich hätte doch auch noch ein Pokémon gehabt, wieso wurde das jetzt nicht eingesetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, weil deine die besten sind. Aber dann hätte. Komisch, egal. Ja, hau sie kaputt. Mit deinem Level 25 Pokémon. Ich mach das schon mal. Schwarz und Weiß waren die ersten und einzigen Spiele, welche für jede Arena eigene Musik hatten. Ja, ja, also Musik war schon immer genial. Ich habe noch immer. Ich glaube, in Hard Gold war das Coole. Da gab es auch Game Freak hat ja immer sein eigenes Studio da immer eingebaut, ne? Ich bin wieder zurück in meinem Kinderzimmer. Aber das war klar, weil er noch nie in einem Pokécenter war. Ey. Jetzt läuft er wahrscheinlich in 10 weitere Kämpfe auf dem Weg hierher. Ach Mann. Ich nehme erstmal mein Wart. Ich muss ja raus. Alter, ich habe auch nur noch ein Pokémon. Ich will nicht, dass es verreckt. Ich bin doch dabei. Ja, trotzdem, das verreckt trotzdem. Ich habe einen Trank, aber trotzdem, mein Visa wird sterben. Ja, genau, Aniok. Die Welt ist relativ exakt nachgebaut, aber die sind im selben Spiel. Ich weiß nicht, wie du von Johto nach Hoenn kommst, aber die Region ist auf jeden Fall irgendwo vorhanden. Aber hau dir auf jeden Fall mit deinen höheren Pokémon zusammen, ne? Weil sonst... Ja, ich bin doch schon dabei. Ich hab doch meine Party. Ich muss aber unbedingt auch zum Pokémon Center, weil sonst... Aber das Problem ist... Scratch. Du musst halt sonst gleich wirklich zur Not mal den Nerd raushängen lassen und das Glurak mitnehmen und dann mache ich alle Pokémon erstmal fertig, damit wir in die erste Stadt kommen. Das Problem ist, die greifen uns ja trotzdem an. So, warte, ich bin jetzt zumindest aus der Wiese raus, aber wenn Genius ja auch noch erläuft, dann... Jetzt helfe ich Genius erstmal. Genius, wo bist du?
Aber wir sind noch in dem Team, egal wo er ist. Wo bist du? Ach so, wir teilen uns gar nicht den Kampf dann. Ich bin in dieser Kackwiese, aber ich bin anscheinend gerade auch einzeln am Kämpfen. Du kannst auch wegrennen. Ach stimmt, wir können auch wegrennen einfach. Einfach run, okay. Ach stimmt, wir können wegrennen. Wieso müssen wir nicht immer gewinnen? Okay, das funktioniert nicht. Ich werde. Und bezüglich. Achso, ich muss gar nicht klicken. Cool. Bezüglich, was war's? Hard Gold. Da fand ich das immer so cool. Die haben ja immer ihr Game Freak Studio mit ins Spiel eingebaut. Und da konnte man einmal zu den Leuten hingehen. Und der hat einem ein so ein GBA-Radio gegeben. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt gerade in der Stadt gelaufen bist, dann hast du einfach da drauf getippt und dann kam die alte Originalmusik noch von damals. Aus dem Originalspiel, also aus der goldenen Edition. Und das fand ich halt genial. Ich hab da immer so gerne dazwischen durchgeswitcht. Auch die Fahrradmelodie und sowas. Oh, ich liebe Pokémon-Soundtracks. Nein, das stimmt nicht. Ich bin kein Angeber. Das ist nicht so ein Männerding mit dem Glurak. Ja, okay. Wer hat das größte Pokémon? Oh, Mann. Ich helfe schon, Genius. Vor allem, ich hab guck jetzt mal, wie viel HP ich habe vom ersten Kampf. Ja, egal, das wird schon gehen. Mein Glurak ist schneller und macht alles tot. Oh Mann. Aber Pokémon XD und vor allem auch Pokémon Colosseum, diese zwei wirklich guten Spiele, die haben halt auch echt geniale Soundtracks. Die habe ich auch geliebt jetzt. Und auch bei Pokémon XD finde ich die richtig, richtig gut. So, Genius, komm weiter. Wir müssen Galaxy wieder einholen. Ja, ich laufe nicht nochmal zurück. Ich habe auch nur ein Visor und habe meinen einzigen Trank auf das verwendet. Das verreckt dann auch noch bald. Anjok, ich bin halt da ein bisschen Nerd. Ich habe halt in Kanto angefangen und bin halt schon in Johto. Deswegen habe ich schon einen Glurak. Ja, er hat das Spiel schon vor uns gespielt. Ich bin ein Nerd. Ich wollte das unbedingt spielen, als ich davon gehört habe. Das Problem ist, bevor ich das Spiel noch durchspielen kann, muss ich jetzt erstmal noch Pokémon XD durchspielen und dann noch Pokémon, wie heißt das? Ultrasonne und Ultramond. Das habe ich auch noch. Da bin ich an der Stelle irgendwie, wo man jetzt zum ersten Mal durch diese Portale gehen kann. Aber ich bin jetzt, wir können jetzt einfach mal festhalten, ich bin kein Angeber, ich bin der Pokémon-Papa, der auf Genius und Galax aufpasst mit seinem Glurak. Ach ja, das wird ja nie langweilig. Oh, ich hab, was ist Range? Seid ihr auch schon in den Kampf gerade, weil ihr darum steht? Ja, ah, das ist in den Kampf. Wieso läuft mein Togepi eigentlich noch hinter mir her? Du bist tot. Also beziehungsweise du bist außer Gefecht. Ich ist egal. Togepi. Nicht Togepi. Alter, was laufe ich Togepi? Mein. Wie heißt es jetzt nochmal? Nein, jetzt laufe ich auch wieder ins Gras. Wie heißt es nochmal? So, jetzt seid ihr endlich wieder zusammen, kommt her. Wie heißt es nochmal? Nein, verzieh mich in keinen Kampf, Junge! Doch, ich mach alles tot. Ja, aber es macht mich auch tot. Hast du einen Flächenangriff, der alle K.O. macht? Ja. Ja, okay, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Dann levelst du auch noch gleich mein Visor. Wie euch gerade so ein bisschen. Beziehungsweise ist jetzt halt kacke, dass ich nicht in der Mitte bin. Sonst ich kann dein Ding da hinten nicht treffen. Goddammit. Ich muss mal die Position wechseln. Ich gebe dem jetzt ein paar Scratches. Ah, ich habe noch zwei. Verreck Pokémon. Alter, wenn jetzt, ich muss das jetzt dezent tot machen. Ja, ich muss halt nur in die Mitte, dann kann ich alles. Nee, ist auch nochmal da hinten spawnen, dann hat der Spaß auf. Nein, Attack Mist. Was? Leute! Ich hab drei Pokémon und jetzt war ich auch wieder da hinten. Gott damn, ich war euch auch schon. Ja, was heißt ja? Galax. Warum habt ihr denn noch mal? Happy Birthday again, yay. Wir haben extra drei Pokémon gefangen. Gott damn it. Ja. Yay, hallo Detroit AI, der sich auch in mein Kinderzimmer. Dann versuch halt jetzt zu uns zu kommen und renn aus den Kämpfen weg. Ja, habe ich vor, aber es wird trotzdem wieder da. Ach man, wieso ziehen nämlich die Kämpfe rein? Ich hätte wegrennen müssen. Ja, in die nächste Stadt. Galax, rennen! Ja. Oh, ich bin schon Level 8. Mal gucken, was kann ich da machen? Und weil er dich jetzt so gecarried. Weil er dich jetzt so gecarried hat, hat er jetzt schon Level 8, war? Das ist fies. Ah. Laylor, soll ich bei mir auf HP oder auf Attack gehen? Oder mach erstmal nichts. Okay, ich hab ein bisschen was gemacht, aber. Ich hab nur Level 6, ich will auch gecarried werden. Ja, dann komm halt wieder. Ja!
Dein Pokémon ist übrigens erst nur Level 6, aber das bringt nicht viel. Wieso bringt es nicht viel? Weil, das ist nämlich das Gemeine, es ist ein MMO. Dein Pokémon kann nur so stark sein wie dein Trainerlevel. Aber warte, das verstehe ich jetzt auch gar nicht. Stimmt, ich bin Level 5. Mein Glurak ist deswegen jetzt auch nur Level 25, obwohl es eigentlich schon 55 ist. Ah, jetzt muss er noch mehr angeben. Warte, hier hoch musste man, genau. Level 55, hast du es dann aus der anderen Region logischerweise mitgebracht, ja. Oder aus Kanto? Aus Kanto, genau. Schon wieder, Gott verdammt, der Kampf, Junge. So, und Laylor hat gerade eben schon den Song umgeschrieben. Ganz allein champ ich sie mir, dank Adia mit seinem Glurak. Ich kenne die Gefahr, deswegen ist Arion mit seinem Glurak dabei. Genau. Arion beschützt mich. God damn it, könnte jetzt auch mal wieder in den Kampf mit reingezogen werden. Warte, catch them all, Adion. Adion, gib mir Pokémon und fang die Pokémon. Die sind so böse, greifen mich an. Komm, jetzt kommt hoffentlich nochmal ein Kampf und ich ziehe euch mit rein, dann wisst ihr, wie es sich fühlt. Wir können dann ja sagen, fast ganz allein schnapp ich sie mir. Brauch EP. Ach, du willst unbedingt noch einen Kampf, okay. Einen Kampf noch. Sehr gut. So, und dann sterben wir jetzt nochmal alle und dann... Ja, jetzt bin ich schon wieder am Rand. Jetzt ist er in der Mitte, also theoretisch, wenn alle drei Genes angreifen, dann müsst ihr ja auch nochmal von vorne anfangen. Nein, ich vertreibe Genes jetzt aus der Mitte. Gotta catch 'em. Oh. Ah ja, Pokémon. Ich bin jetzt auch wieder total in Pokémon-Hype. Pokémon. Vor allem, das kann man ja so schön umdichten. Es ist ja wirklich Pokémon. Pokémon, ja. Kennt ihr übrigens auch diesen Song, in dem alle Pokémon aus der ersten Generation genannt werden? Natürlich. Oh, der ist so Glutexo. Schön. Oder wie auch immer dieses der Song, den habe ich geliebt. Oh Mann. Das ist der Poké-Rap. Genau. Ich habe die Kassette von denen. Ich habe die immer noch, die Kassette. Ich hab's immer noch. Unser Team hat den Kampf gewonnen. Hm. Ja. Ich habe sogar. Ich hab's sogar hier noch. Lang, Galax. Was? Was ist denn hier der Durchgang? Der ist für später. So haben die das nie in Pokémon gemacht. Der ist für später. Was ist das für ein verwirrendes Pokémon? Normalerweise gibt's immer nur einen Weg und du kannst nicht falsch abbiegen eigentlich. Oh, was doch. Macht dieser Busch dort? Er bewegt sich. Was, ein Busch bewegt sich? Oh shit. Adion hat gerade... Jetzt ist Adion selbst wieder im Kampf. Spaß im Busch. Mit seinem Glumann. Wow. Da. Ich wollte nicht alleine in den Kampf. Ich flüchte. So. Also wir müssen da nach links und hier schläft so viel. Ja. Hau dir mal mit einer Kopfnuss um. Ich glaube, mein Togepi gehorcht mir da noch nicht, weil ich noch nicht den richtigen Ordner habe. Mach's nicht, lass gehen. Ne, refuses to follow the order. Tja. Komm, weiter. Boy. Oh boy. Ich bin in der Mitte, das passt. Ja, dann klatsch die mal weg. Ich glaube, ich gehe in der Zeit mir erstmal einen Döner bestellen und so nicht Scherz. Auch übertreibt doch noch. Huch. Ach ja, stimmt. Ich muss ja doch noch irgendwie wenigstens was auswählen. So, seid ihr jetzt glücklich? Ihr kriegt XP. Ich bin euer EP-Teiler. Sehr gut. Gibt's in dem Spiel eigentlich einen EP-Teiler? Ich hab bis jetzt zumindest noch keinen. Ach Mann, Genius. Alter, dann... Ja, wir kommen niemals aus diesen Dingen raus. Ja, das ist bei solchen Stellen ist es halt schwierig. Ja, aber das Problem ist, solche Stellen werden noch in Zukunft kommen. Und stell dir mal vor, wir wären zu dritt in der Höhle oder zu viert. Ja, aber später gibt es auch noch das Item Schutz. Ja, das wollte ich ja eben gerade sagen. Und dann geht jemand der Schutz aus, weil er nicht genug Schutz gekauft hat. Alter, dann hassen wir diese Person von all ganzem Herzen, wenn wir irgendwie durch eine Höhle laufen müssen. Und der, Alter, ich bin ein Feld weit gekommen. Ein Feld. Also ich find's unterhaltsam. Muss ich noch was dazu sagen? Also im normalen Pokémon-Spiel ist das auch so. Also zumindest nicht so häufig, dass doch. Man nicht ein Feld gehen kann. Ich hab also, das wenn man schon Pech so hat, oft gehabt im normalen Pokémon. Aber danke fürs Carrying, ne? Glumanda naja, von Adion. Necessary so irgendwie, also. Ah, oh, Mann. Weiter? Am besten. Ich folge Adion immer. Alter. Wir haben es fast geschafft. Nur noch 10.000 Kämpfe sogar. Auch weiter nicht.
dann stirbt vielleicht nochmal einer von uns, dann sind wir alle glücklich. Wobei, nee, du hast so viel Initiative wahrscheinlich, dass die uns nicht zuerst angreifen können. Ja. Wenn ich nicht ausnahmsweise. Alter, wenn du mal daneben haust. Ja. Aber wobei, ich habe ja 3 Pokémon, also ich glaube, er haut Genius zurück. Der auch nur noch 4 Lebenspunkte hat. Habe ich auch das Gefühl. Alter, wir kommen ja nie weg. So, schnell. Nein. Wer hätte das ich nur bin gedacht? Nicht, Ich bin nicht in der Mitte. Nein. Lass mal tauschen. Oder Genius drückt den Switch. Hab ich nicht mal. Du kannst den nur ich, das ist Mist. Nee, den kann ich ja auch, aber das wird keinen Sinn machen. Ja, nee, dann muss ich den Alter, drücken. Wenn Genius jetzt stirbt. Und wieso gibt's hier Wege, die man auch gar nicht gehen darf? Das ist halt mega verwirrend. Kann, Pokémon, darfst was... du schon, aber das bringt also, dir nichts. Also Leute, wenn ich jetzt nochmal sterbe, nur, dann entschärfe ich erstmal wieder ein paar Bomben. Das liegt mir mehr. Stimmt, Genius, du bist ja noch ein Pokémon, Neuling so gesehen. Ja. Ich glaube, das ist eine frustrierende erste Erfahrung. Also, ja, liebe Leute, ich sehe es schon kommen, die nächsten Pokémons, also die nächsten Mal Pokémon werden dann reine Pokémon-Streams, die ich nur mit Galax spielen kann. Oh Mann, Alter. Oh, das ist echt deprimierend. Oh, aber er hat Glück, er darf leben. Aber mich greifen die auch die ganze Zeit an, jetzt sollen das. Oh, aber ich finde, aber das muss man halt sagen, für ein Fanmate ist die Grafik halt von den Kämpfen zumindest schon echt super. Ja, auf jeden Fall. Die also Pokémon sind überrascht. Sehr schön animiert. Aber mein Pokémon, auch wenn ich den deutschen Namen schon wieder vergessen habe, Igelflor oder wie? Nein, Igel. Feuerriegel. Feuerriegel hat ja eigentlich Flammen am Rücken, die auch brennen. Ja, aber nur bei Angriffen. Ja, ja, aber er greift halt die ganze Zeit an. Muss man dann so. Die ganze Zeit Feuerangriffe machen? Warte mal. Ich will erstmal was gucken, bitte. Ich will gucken, ob ich Genius irgendwie ein Item geben kann. Hey, mir auch. Trade. Ich kann traden. Genius, nimm den Trade an. Okay. Gib mir all dein Stuff. Sonderbonbons, bitte. Bei mir steht hier 0 für 0. Da, du kriegst Limonade. Okay, confirm. Give me. So, heil bitte dein. Wie denn jetzt genau? Du gehst oben auf die Tasche. Ja. Nicht bewegen, Galax. Das bitte. Sorry, das war jetzt. Okay, Medizin. Und dann hast du Medizin, genau. Und dann nimmst du die Limonade und wählst deinen Kanimani aus. Moment, Galax, ich geb dir auch Limo. Du kannst mir auch Sonderbonbons gerne geben, da hab ich nein, hab ich dagegen. Keine. Und kriegst du auch keine. Ach erst komm, so, wer, weißt du, Sonderbonbons sind doch so nutzlose Items, da kannst du schon ein paar abdrücken. Energy Drink tut also hier. Hier, du kriegst 2 Super Potions. Nee, das ist ja was anderes. Und? Noch ein bisschen mehr? Nein! Komm, gib mir nein! Was ist geworden aus Adion Carry das? Okay. Ich bin froh, dass ich euch endlich trinke. Das heißt, Adion carried us, nicht Adion bedient uns wie bei Hotel Mama. So, was habe ich jetzt aus meiner Box bekommen? Einen Ultraball, okay. Kann man sich schon. Ich habe ja auch wieder die Box. Ich bekomme wieder bestimmt Scheiß-Items. Oh, bitte kriegst du wieder einen Liebesball oder noch so einen. Oder so einen Schwerball oder so. Ich habe jetzt einen Premierball. Kommt da so ein Premierminister nein, im Haus? Nein. So, okay. Lasst uns weiter tapsen, bitte. Oh, kann man da die Bäume schütteln? Wieder? Wie in Pokémon. Gibt hier wieder Aprikokos, ja. Oh, die Animation fand ich immer so brutal zweideutig, wie du dir wirklich da einen an einen Baum abgeschüttelt hast. In Pokémon Heart Gold, aber war ein ganz cooles Feature. Wieso hast du dein Feuerriegel nicht geheilt? Ich habe noch 2 andere Pokémon, ich werde jetzt die Supertränke nicht verwenden. Ach so. Ich wollte nur Stuff von dir haben, den ich dann später, damit ich mir später so. Geld sparen kann. Man muss ja Prioritäten setzen. Ja, genau. So, erstmal das so. Kanimani wieder in Sicherheit bringen. Ich finde es halt schade, dass die Attacken noch nicht so animiert sind, aber das ist halt. Gibt es denn wirklich schon einige animierte Attacken? Also, sobald du Glut hast, kannst du Glut sehen. Ah, okay, cool. Dann hoffentlich brennt mein Pokémon dann auch. Also, jetzt nicht wirklich brennen, aber du weißt, was ich meine. Aber jetzt zum Beispiel, das habe ich eben an Pokémon XD und Pokémon Colosseum geliebt. Die sind irgendwie von 2004 oder sowas, aber da hat jedes Pokémon schon eigene Animationen für die Attacken. So. Hallo einmal, Anna, warte, ich will nur den Baum schütteln. Kann ich den haben oder braucht man dafür so ein Hallo?
Achso, da brauchst du erst den Beutel für. Ah, ich brauch diesen. Hallo Anna, gibst du mir Geld oder sowas? Sonst raub ich dich aus oder so. Keine Ahnung. Kommt, kommt brav mit, gleich sind wir beim Pokémon Center. Dann kommst du nicht wieder ins Kinderzimmer. Oh nein. Jupp. Hätte man nicht einfach den Weg da unten nehmen können? Nein. Okay. Eine Pause? Ja. So, kommt weiter. Wie, warte, warte. Irgendwas, keine Ahnung, was passiert. Ich glaube, da kommt so ein komisches Eep Eep. Der Inchit Eep Eep follows you, okay, was? Was zur Hölle? Jetzt hab, was will so ein komisches Eep Eep? Achso, das ist ein Hopsbross oder wie auch immer dieses Pokémon auf Deutsch heißt. Hallo Mr. Gent, verschenken Sie irgendwelche Items? Ich suche Mr. Pokémon. Mr. Pokémon wohnt auf Route 30, alles klar. Jetzt halten wir aber unsere Pokémon-Schiene schnell. Das ist dieses rote Gebäude, das ist ein Pokémon-Center. Ja. Bitte tut das. Ihr wollt wieder ins Kinderzimmer. Ja, mit der sadistischen Nurse Joy. Die hat, sie sagt ja auch schon der Name, die hat Spaß daran. Ja, genau. Die hat Spaß daran, so tote, halbtote Pokémon zu heilen. Okay. Und dann freut sie sich, aber wenn sie wiederkommen. In Englisch sagt sie nur, gotta take care of them. Echt? Sie sagt, also ich komm bitte wieder. Ich spiele ja gerade Pokémon XD und da sagen sie schon, hope to see you again soon oder sowas. Keine Ahnung. Habe ich schon so viele Pokémon auf den Boxen? Jetzt muss er wieder flexen mit seinen vielen Pokémon. Übrigens, eines meiner Lieblings-Pokémon, die ich schon auf 50 habe, ist Porenta. Oh, Porenta. Ich weiß nicht. Okay, Leute, ich habe ja jetzt Knete hoffentlich. So, wie viel Geld habe ich denn Ingame-Geld? Wieso willst du dir Tränke kaufen? Willst du dir Tränke kaufen? Ich will erst mal gucken, wo ich überhaupt irgendwas kaufen kann. Ja, dann hier, müssen wir zum Pokéstore gehen, wenn es Muster gibt. Shoppen? Ja. Wo gibt's hier eigentlich Lindendollar? Lindendollar? Das ist so... Gibt's hier gar nicht. Ja, da kann Adel... So, und übrigens, sein. Um zusätzlich Geld zu verdienen, kann man sich bei Officer Jenny Quests holen. Ach stimmt, wir sind ja ein MMO. Was geht? Die ist so inkompetent. Immer wenn choose a bounty. Immer wenn irgendein Verbrecher wie, keine Ahnung, Team Plasma oder sowas wieder kommt, die ist nie da. Die Polizei hat halt noch. Was habt ihr für Quests? Keine Ahnung, Defeat Pokémon. Centred on R29. Aber wir müssen ja auf die Route 30, ne? Hast du auch das Defeat Centred? Was? Defeat was? Galax, hast du auch Defeat Centred? Nee, ich muss ein Käfer-Pokémon besiegen. Ansonsten also sind drei Quests zur Verfügung. Ja, ich hab Defeat Centred und ich hab Berries on Pidgey, keine Ahnung, was? R30. Also Challenge Dawn und Mikey habe ich, die finde ich eigentlich recht praktisch, weil wir werden sowieso auf die Route 30 kommen. Ja, dann nehme ich Challenge Dawn, habe ich nämlich auch. Ja, dann nehme ich auch Challenge Dawn. Gut. Don? Who is Don? Doesn't matter, get him. Ja, genau, das ist die kompetente Pokémon-Polizei, so kennt man sie. Get him! So, Alter, der flext da mit seinem fliegenden Pokémon. Auch noch so ein legendäres, ich hab den Namen vergessen. Oh, hier bitte. Hier habt ihr einen Markt. Hallo, Karl. Ich fänd's besser, wenn er Sam heißt. You live in the north, you better... Some Potions, ja. Wie viele Pokébälle habe ich noch? Die werden gar nicht angezeigt, wie viele ich habe, oder? Boy, was könnt ihr eigentlich? Oh, die kosten 200! Wucher! Kannst du mir nicht ein bisschen Geld traden oder so? Ich glaube, ich kann selber nicht eine so viel tatsächlich. Potion leisten. Was ist Paralyze Heal? Das ist das, was es sagt. Ja, es gibt so Statuseffekte. Es kann sein, wenn zum Beispiel ein Elektro-Pokémon sich irgendwie denkt, es muss dich paralysieren. Dann kannst du halt im Kampf mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Ich hole mir aber eine Potion, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Also Paralyze Heal, keine Ahnung, habe ich in meinem ganzen Leben. Verwende ich eigentlich nie. Gebe ich kein Geld dafür aus. Kannst du mir noch ein Antidote holen? Das kann ich mir noch leisten. Nee, das ist ein Anti-Gift. Ja, wobei gegen Gift, wenn du vergiftet wirst, dann ist ganz praktisch, weil in den meisten Versionen kriegst du Schaden dadurch. Warte, ich will nochmal zwei Pokébälle. Oder einen Pokéball. Dann shoppe ich mir doch noch das Gegengift, dann habe ich das wenigstens zur Not. Wenn du meinst. Ja, denke schon. So, ich habe meine Potion noch genommen. You just leveled up. Raus hier aus dem... ich denke aber, wir machen noch mal vielleicht eine letzte Musikpause für heute Abend. Und das wäre auch eine Idee. Ja, und danach hören wir uns noch mal wieder und dann schauen wir weiter, oder? Ja.
Gut, na dann, also, jetzt gibt's nochmal gute Musik auf die Ohren. Freut uns, dass ihr alle so bei Pokémon hier mitfiebert. Und wir hören uns dann gleich wieder. Ein paar Minuten. Viel Spaß mit der Musik. Und herzlich willkommen zurück beim Furry FM Gaming Stream mit Galax, Venus und Ardion hier bei Poke One. Yay. Warum nennst du dich selbst? Wieso nicht? Ja, keine Ahnung. Nur um nochmal eins in Erinnerung zu rufen, wer dabei ist. Was zur Hölle? Genau. Und Ardion hat sich gerade umgezogen in der Pause. Ich sehe jetzt echt cool aus. Jetzt sieht er aus wie so Graf Dracula gemischt mit irgendwie so Matrix irgendwie. Ja, Graf Dracula mit gigantischen, Gott, wie nennt man die? Erbsen, genau, Erbsen. Ach man, du versaust einem auch alles. Eine Gesichtsmaske. Aber mir fällt auch irgendwie auf. Mir fällt auch irgendwie auf, dass in Pokémon Heart Gold, das hast du ja vorhin glaube ich auch schon, in Pokémon Heart Gold waren die Pokémon, die hinter ihm hergelaufen sind, auch wirklich größer zum Teil, wenn sie auch wirklich groß waren. Also legendären Pokémon waren zum Beispiel wirklich fast dreifach so breit wie man selbst. Ja, die haben sich halt ein bisschen kleiner machen müssen, weil das wäre sonst etwas OP irgendwie, wenn die so viel Screen einnehmen. Achso, weil dann also mein Glurak ist ja schon etwas größer. Dass der Pokéshop hier einen größeren Stromverbrauch hat, dass die Sachen teurer werden. Ja, super. Also, unser aktueller Stand war, die beiden waren shoppen. By the way. Beide sind dauernd verreckt. Was soll jetzt immer noch werden? Dann spawnen wir auch wieder hier. Nur eine Frage, wie kann man die Kleidung ändern? Ich habe ja auch schon Kleidung gewonnen in so einer Box. Das hast du dann auch, wenn du oben auf dein Münzchen gehst. Dann siehst du ja Clothes, Headgear, Mounts, Surf Mounts, Fly Mounts und dann kannst du halt das Unowned wegmachen, dann siehst du nur die du hast und dann kannst du halt das Zeug schon equippen. Da ist dann gar nichts bei mir, das ist schön. Ich hab zumindest, keine Ahnung, was Refile heißt, egal. Aber bei Dance heißt hier tatsächlich, sind da tatsächlich Vampir-Dinger. Jetzt sind wir gemeinsam so Goths oder was auch immer, keine Ahnung, so schwarz-rot. Nein, jetzt hab ich Biker. Ach so, ja. Ach hin, Biker. Ihr seid doch alle blöd. Jetzt bin ich ein Biker mit flüschigen Ohren. So, also genau, so sehen Biker aus im Echt. Gibt's ja nicht eine Karte oder sowas, weil ernsthaft ja, das verlaufe ich mir. Ja, von Ardion, der weiß eh alles. Die hast du unten rechts neben deinem Pokémon. Ist eine kleine Karte gedruckt. Schau mal, sogar eine 3D-Karte. Das gibt's nicht mehr in den neuen Teilen. Ja, und wo sind wir? Das würde ich auch. Das siehst du dann auf der Karte. Ja, du siehst sogar mit einem Ausrufezeichen, wo ihr hin müsst. Warte, ich such's gerade noch. Wo zur Hölle? Ach, da hinten sind wir. Richtig. Das ist wirklich Hartgold. Also wirklich 1:1, auch mit den Aprikosen, dass man die mit Kopfnüssen runterlocken kann. Und geht dann der Tunnel? Ach, der geht dann hoch. Da war doch immer die Pokémon-Liga da oben, oder? Ja. Das heißt, der Tunnel da oben geht zur Pokémon-Liga. Und das in Hartgold ging der Tunnel zur Pokémon-Liga hoch. Beziehungsweise da ist man aber auch nie drauf gekommen auf diesem Weg da oben. Sondern erst auf dem Rückweg, wenn man die Pokémon-Liga eigentlich schon hinter sich hat. Die ist ja da oben gewesen, wie gesagt. Was ich besonders schön finde, ist die Tatsache, dass sich so in der Kartenansicht das Wasser immer schön von der Textur wiederholt. So, und das jetzt kommt man ein Stückchen weiter mit hoch wieder zur Route, dann kann ich euch nämlich noch was erklären. Yep. Das Carrot, und zwar Route gibt 30. es unter der Karte ein weiteres Symbol. Damit könnt ihr dann sehen, wenn ihr zum Beispiel auf der Route schon alle Pokémon, die es dort zu fangen gibt, gesehen habt oder welche ihr davon schon gefangen habt. Yay! Pokémon in Route 3, oh cool, Radfrei. Ach, das ist ja mal genial. Und auch so wie die Basisstatistiken und sowas kann man dann direkt abrufen. Also das macht so wirklich Teambilden um einiges einfacher. Also wir wollen ja jetzt hier direkt wieder oben drüber auf die Ebene, richtig? Ja, wir gehen jetzt. Furry Biker schreibt schon jemand bei uns im Chat. Ja. Ich hab verkackt. Ich will das Item. Jetzt einen Kampf haben. Kann ich das Obtained Option, okay. Achso, Potion, ach ganz normal. Kann ich hier runterfallen? Oh, ich will Selbstmord. Hallo. Nein, da kannst du nicht runterfallen. Nein, nicht Selbstmord begehen. Nein, so, Genus, und für euch was Schönes. Vorbild. Geht mal hier ins Häuschen rein, da kriegt ihr nämlich eure Aprikoko-Tasche endlich. Was für ein Ding? Cool, da kann man auch. Oh, warte, ich will den Pokéball haben. Erstmal den Mr. Baum fragen, was er will. Dann kannst du nämlich auch die ganzen Bäume endlich schütteln. Und hier gab es einen Entgifter, oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. Oh, beste Antwort bei. Gegengift. Das heißt auf Deutsch Gegengift. Ah, stimmt, ja, sorry. Entgifter, so alles gleich. Ja, ich bin der Furry Biker, yes. Herr Baum,
Beste Antwort, bye. I have no idea. Ja, ich habe keine Idee. Komm, gib mir all dein Zeug. Kostenlos. So, was ist eine Apricorn-Box? So, jetzt bin ich ein richtiger Furry-Biker. Ich habe jetzt auch ein Bike. Was? Oh. Jetzt muss er mit seinem Bike flexen oder was? Weil ich bin noch nicht draußen. Ja. Oh, wow. Ah, Mann. Gibt's hier eigentlich auch wieder die Turbo-Treter? Nein. Was? Man kann ja nicht mal rennen. Warum habe ich jetzt diese Kacktasche überhaupt? Ah, hier, General. Was die haben keine Baumschüttel-Animation. Ach, Mann. Dafür Glück kannst du das... Guck mal. Ich spoiler jetzt schon mal. Guck mal, es gibt Skins fürs Fahrrad. Nein, ich will auch auf den Absaul reiten. Jetzt in dem das sieht nichts. Aus wie so eine kaputte Ziege. Das ist Absol, eins der cutesten Pokémon, die es gibt. Ach, kommt weiter, wir müssen nach Norden. Ich will auch einen Absol. Weiter nach Norden. Wieso gibt's dann da einen Weg, wenn wir immer durch die Grüne alles laufen? Oh nee. Och nee. Aber die sehen scheiße aus. Das ist Hornlio. Das ist Hornlio auf Deutsch. Ja. Weedle ist auch nicht besser. Weedle! Oh, Weedle, Alter, die haben. Diese Viecher mit Ungeziefer-Spray bespielen. Ja, es sind Käfer. Und sie sind jetzt tot. Ja. Ach man, du wolltest keins. Weißt du, bis tatsächlich jetzt den neueren Teil X und Y und vor allem jetzt auch wie heißt's? Ines. Sonne und Mond. Ab Sonne und Mond, finde ich, machen die Kämpfe. Oh, da machen die Kämpfe. Oh, halt dieselben fucking Käfer nochmal. Nee, das ist doch ein Wampel, oder? Nein, das ist Raupi. Raupi, ja, ach, verdammt. Trotzdem Insekten. Ach Mann. Aber ich erinnere mich an die Route. Ja, das ist ja auch die Karte 1:1. Ja, deswegen sage ich ja. Auch nicht ganz 1:1. Ja, aber ein bisschen geändert, damit es schöner aussieht. Und man kann auf einmal den Weg direkt zur Pokémon-Liga nehmen. Galax anscheinend. Ist schon Level 8. Mhm. Wie das eigentlich? Ich habe nicht mehr gekämpft als Jean. Das ist sogar eigentlich hat doch Jean ist mehr. Ach ja, keine Ahnung. Nee, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum. Ich glaube, man kriegt man eigentlich auch Erfahrung, indem man Geld ausgibt. Also, weil das hatte ich irgendwie das Gefühl. Ich wurde nämlich, bin nämlich irgendwie im Level aufgestiegen, als ich vorhin was im Pokéstore gekauft habe. Nee, das kann höchstens sein, dass du eine Quest hattest. Nee, gibt, ich hatte es, keine doch, Ahnung. Doch, es gibt tägliche Aufgaben. Und Achievements, für die du auch Erfahrung kriegst. Kann man die irgendwo einsehen, bitte? Die Achievements sind oben bei dem Sternchen. Ja, die täglichen. Ach, stimmt, die kriege ich schon die ganze Zeit. Da waren gerade irgendwie jede Menge. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch gerade aufgelevelt. Aber die müsste ja Genius eigentlich auch bekommen. Und was sind die Daily Quests? Für Quests, Moment. Musst du oben, wo du jetzt deine Quest schon hast mit Challenge Done, kannst du Rechtsklick machen und dann siehst du Main Quests, Daily Quests, Bounty Quests, Side Quests. Ah, okay. Dann und die Daily Quests, die ich jetzt derzeit habe, sind Loot Berries, Complete Berries. Bounties. Let someone heal your Pokémon. Ah, ja, genau. Und Winner PvP Panel. Oh, Winner PvP Battle. Hast du das auch, Genius? Da können wir mal kämpfen. Wo finde ich das? Wo ist denn eigentlich Don? Ich habe nämlich oben nur so zwei Quests. Okay, erstmal zu Pokémon. Du musst auf Klick oben auf Quests, über den Quests. Ja, das Punktding, okay. Nicht Daily auf das Quests. Plus, sondern genau, da kannst du die eben, genau. Und da kannst du dir dann auch die einsehen, habe ich gerade gesehen. Sidequests keine, Bounty Quests Challenge done, Daily Quests Berries. Ja, die haben wir ziemlich gleich. Ja, wo ist Dom jetzt eigentlich? Ja, nee, dann machen wir erstmal Mr. Pokémon, der ist wichtiger. Okay. Ja, ist der rechts irgendwo oder was? Ja, den müssen wir rechts lang. Das Jung, da hinten war Mikey, der war auch eine Quest, aber ja, die haben wir nicht angenommen. Oh nee. Wenn ich das schon sehe, ja. Alter, ich hab voll Bock auf den Waldbrand jetzt, ey. Da hast du aber das falsche Pokémon genutzt. Du könntest höchstens aus dem Wald ein Moor machen und es überfluten. Da gibt's aber nur noch mehr Pokémon. Ey Leute, und das zieht ihr euch rein? Ja, hallo? Pokémon ist geil. Diese Enttäuschung von Genius. Ey, ohne Scheiß. Ich meine, ich find Pokémon ja irgendwie schon cool, aber... Ich feiere das ganz so mega. Du läufst hier durch so eine Kackwiese, ja? Und hoffst, dass beim nächsten Busch, den du durchkreuzt, ja? Nicht so ein Drecksvieh nochmal auftaucht, dass die hier den Arsch abreißen will. Oh, das habe ich so kommen sehen.
Ich liebe es. Ich feiere das gerade auch so mega. Also Jesus ist das Entertainment durch seine Enttäuschung und Ablehnung. Ich verstehe das Prinzip halt trotzdem noch nicht so ganz. Du musst halt irgendeine von deinen Attacken da ansetzen, die immer irgendwelche anderen Zahlen haben und hoffst halt, dass du nicht drauf gehst. Und wenn du drauf gehst, dann landest du nochmal irgendwie bei deiner Mutter zu Hause, ey. Das ist ja so ein richtiges Downgrade. Ohne Scheiß. Ich meine, guck mal, ich habe hier Scratch 34 von 35. Heißt das, ich kann das jetzt noch 34 mal anwenden? Ja. Ja, das sind die AP, die Aktionspunkte. Generell. Bis du sie wieder heilst. Ach so, okay, also eine Heilung heißt auch alles wieder auffüllen. Ja. So, ich wette, wenn ich jetzt nochmal rausgehe hier. Geh weiter! So, geht endlich mal da rein. Meine ich schon hier schon Tränen verlangen. Ah, schön. Okay, oh Gott, was. Nee. Jetzt hören wir mit zwei alten Leuten an. So. Ja, gib mir einfach dein Stuff. Und das ist auch Professor Eich. Ah, oh, ein mysteriöses. Was oh, jetzt teilt er seine Eier mit uns. Bitte schön, mit zwei Servern in seinem fucking Raum ist der. Der möchte seine Eier mit uns teilen. Also, ich kann. Die Eier kann er selber behalten. Ja, kannst du leider ablehnen. Nee, warte, ich muss die annehmen, sonst seid ihr böse. So. Nimm seine Eier. Ich habe mir zwar jetzt nicht durchgelesen, was der für ein Mist labert, aber egal. Ich weiß, dass ich ein Ei bekommen habe. So. Ich habe da gelesen, treat them with love, das ist schon schlimm genug. Oh, warte, da gibt's wieder eine Aprikose zum Schütteln. Oder nicht Aprikose. Ich schüttel mir auch gleich hin. So, ich muss hier raus. Wo seid ihr, Leute? Bringt es hinter uns. Bringt es einfach hinter uns. Wo ist die nächste Scheißwiese? Komm. Hast du Zerschneider? Ja, hab ich. Ja, aber nee, das wäre ja Schummeln. Das wäre ja Schummeln, stimmt. Wir gehen lieber nochmal mit durch ein paar Kämpfe. Komm, Genius, komm. Du, Genius, du erlebst ja hier gerade das beste Gameplay aller Zeiten. Das war so hundertprozentig klar, dass das jetzt nichts wird. Und ich muss ja auch noch meine fucking Maus bewegen dafür. Okay. Scratch, was haben wir da vorne? Oh, ich feier das so hart. Ja. Oh, der arme Genius heißt es schon. Also, Shit. Ich bin ja wenigstens so zu 100% froh, dass Adi uns, weißt du, uns da durch. Ja, stell dir mal vor, du müsstest es auch noch ganz alleine machen. Da würde es nicht so schnell gehen, ja, sondern müsstest du. Ich würde jedes Mal abkacken, ohne Scheiß. Ich würde so abscheißen, ich würde einfach, ne? Meine Mutter wäre nicht mehr stolz auf mich. Ich könnte ja, um euch zu quälen, Togepi einsetzen. Nein. Ja, es, weißt du, es wird die Kämpfe zwar lieber spannender nur machen. Ach ja, wir sind ja wieder in der Kackwiese, das heißt, es war nicht der letzte Kampf. Hey, wieso geht es wieder nach rechts? Wir müssen doch nach links. Wieso gehen wir wieder zurück? Weil wir jetzt wieder zurück müssen. Als ob wir jetzt nochmal die ganzen Wiesen da zurücklaufen müssen. Alter, stimmt. Wir müssen nach New Barktown, die Stadt, in der wir angefangen haben. Ja. Wir müssen nochmal 20.000 also Wiesen. Sind jetzt mal um das festzuhalten, wir sind so durch mindestens 4 Kackwiesen durchgegangen, ja, um irgendwelche Personen zu treffen, die uns Eier geben wollen, um dann durch dieselben Kackwiesen nochmal zurückzugehen. Genau. Ja. Aber wir müssen noch Don finden eigentlich. Also, wer hätte das gedacht? Yaranis sagt schon, es wäre wahrscheinlich motivierender, wenn es nicht so gezogen einfach wäre. Also soll ich Glurak wieder wegpacken. Ja, nein, dann tu es mal bitte nicht, sonst bringe ich dir gleich mal hier einen um, du. Also, Jeremy hat schon recht, also spannend ist natürlich Pokémon, vor allem wenn du halt nicht die ganze Zeit einfach volles Leben hast. Und ich dir auch mal überlegst. Das ist eiskalt mal gar nicht spannend. selbst wenn Adion gar nicht da wäre, ja, also, ne, ich würde dann halt einfach sterben so. Ne, weil ich habe ja nicht genäht, also ich muss. Genius wäre der erste Trainer, der gegen Raupis stirbt. Was ist das jetzt für ein Scheiß? Oh mein Gott, ein Ledbia oder wie auch immer die heißen. Ja, genau. Die will ich. Willst du ja, eins? Ich will's haben. Ich tu das linke total abfackeln. Nein, das will ich. Oder dann fange ich halt. Versuche ich das rechte zu fangen. Also, du gehst nicht an das linke ran. Ja, stimmt. Dann töte ich erstmal nur einzelne. Ja, was heißt einzelne? Kill erstmal vielleicht nur das.
Okay, ja, wenn ich es nochmal angreife, dann... Ja, dann ist es weg. Greif mal du mal nicht das linke Lediba an, sondern... Wie wär's, wenn ich dann einfach Lear auf... greif... Na, Lear greif, kannst du egal worauf machen. Greif mal du bitte das linke an, Genes. Ich hab gar nichts an... Ich hab jetzt auf Lear geklickt, aber nichts passiert. Ich konnte nicht mal was auswählen. Schon. Ja, aber Ding, greif mal bitte nichts an, dann vielleicht. Warte, dann, keine Ahnung. Achso, damit die Leute wieder saufen können. Shiny! Warte, ich muss mal kurz switchen. So. So, jetzt tue ich dir einen Gefallen, damit du das fangen kannst, das rechte. Okay. Damit Vati kann ich ja paralysieren. Dines, greifst du das linke an? Ich bin wieder eine Attacke gegangen. Ich will mal, okay, perfekt. Weil dann greife ich mal das linke vielleicht an. So, paralysiert. Gut, ja, ich denke, das sollte reichen. Vielleicht... Ah, nee, das ist verreckt. Okay, dann muss ich das rechte fangen. Ich habe aber auch nicht Pokébälle zu verschenken, also hoffen wir mal, dass die Paralyse reicht. Und genau das, der kann jetzt eben... Hat eine Wahrscheinlichkeit, dass er nicht nochmal angreifen kann. Aber ich verstehe schon irgendwie auch dein... Deine Einstellung, Genes, weil das habe ich mir halt auch früher bei Pokémon-Spielen immer gedacht, aber dann immer so, gotta catch them all, ich muss alle fangen. Ja, genau, das ist wie mit Geschlechtskrankheiten, oder? Boah, Genes! Aber deswegen, ich finde, oh, ich habe es gefangen, super. Ja, das war ein Superwurf da, also mehr oder weniger. Jetzt raus super. Aus der Kackwiese, Galaxy. So, und weil Jaren es sich das gewünscht hat, kommt Togepi wieder. Spie. Dann brauchen wir noch länger. Wollen wir... Können wir... Ja. Können wir eigentlich mit dem Typen kämpfen? Oder greift... Ja, der will mich mit mir kämpfen. Ich will mit dem überhaupt nichts machen. Oh nee, ja, was aber das... der von mir? Aber was? Warte, was? Ah ja, okay, jetzt haben wir so eine Battle-Lobby. Ich habe keine Ahnung, was jetzt funktioniert und passiert. Ach, der ging... Warte, kann ich einfach was sagen... Was ist da jetzt? Warte, ich bin nicht aktiv. Kann ich nicht einfach sagen, dass Adion die Arbeit machen soll? Wie funktioniert das? Ah, geh einfach mal auf Accept. Ich akzeptiere es einfach mal, mein Schicksal. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Bin ich jetzt alleine im Kampf? Kämpfe ich jetzt mit Genes? Wir beide kämpfen jetzt gegen dieses Vieh. Schau, und ich würde sagen, wieder Spaß. Wir müssen jetzt erstmal hier dieses Vieh vernichten. Aber sowas von scheiß Ratten austreiben. So. Yay! In einer Runde. Dass da dieses Lila-Ding ist so, ja. Ja, yep, your Pokémon cheated, I'm sure, mit dir, alter Halsmaul. Okay, der sieht auch schon so aus wie so ein. Wie so ein, keine Ahnung. So ein weißt Typ, der in der Dönerbude nicht richtig bezahlt wird. Weißt du jetzt übrigens, warum wir mit meinem Togepi auch Probleme kriegen? Wieso? Hat nämlich eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass wir nur High-Level-Encounter haben. Ah, okay. Warte, ich muss nur kurz wieder Boxen öffnen. Oh, ich habe Carbon bekommen müssen und auch zwei Themen. Müssen wir da runter? Ja, müssen wir. Über diese kleine Furzklippe, wo wir nicht mehr wieder hochkommen. Ja. Ja, wir müssen sie dann später halt schon wieder hochlaufen. Also später im Spiel, weil wir müssen ja sowieso wieder hoch. Aber ich würde gern Dorden eigentlich mal so killen oder angreifen. Ja, können wir danach erst. Erst wenn wir wieder da drin hinten waren. So lange würde ich es halt wahrscheinlich... Der kommt nämlich erst später auf der Route. Ich wünschte, so. Diese Klippe hier wäre... runterspringbar. Ich finde aber das Geräusch, das man macht, wenn man über so eine Klippe drüber geht, finde ich ganz süß eigentlich. Ja. So, jetzt kommt gleich euer Rivale. Was? Hallo. Jetzt kommt nicht auch noch der verdammte Fuzzi da. Hat der mehr das als ein Pokémon? Das ist unser Rivale jetzt. Nee, der hat nur eins. Das ist der mit den roten Haaren. Aber das Problem ist, der hat wahrscheinlich ein Pokémon, das effektiv gegen meins ist. So. Und dann bringt den verdammten Typen um. Willst du nicht mitkommen, Adion? Oh nee, was ist hier? Ja, warte, da ist Silver. Hey, you. Aber wieso kommt jetzt Larry? Was will Larry hier? Larry? Der sieht aus wie so ein schlecht bezahlter Kameramann. Ja, ist es auch. Vom Auto. What you better stop fooling around, bla, it's okay. Nein, du musst nicht. Jetzt nimmt er das in den Kampf auf, wow, top. Ja. Props. Ah, ne? Erstmal Leaf klicken.
Wenn dann schon Accept, so, damit wir stärker sind. Ja, dann versuchen wir ihn mal zu zweit. Hoffentlich hat er jetzt nicht zwei Pokémon. Ach komm, das schafft ihr locker. Ihr seid durch mich gezogen. Jetzt hat er dein Pokémon. Ich gegen mich. Das ist wie morgens beim Aufstehen. Das krieg ich hin. Aber ich finde, Pokémon hat eine echt gute Arbeit gemacht mit dem Kampfsystem. Also jetzt nicht in dem Spiel unbedingt, sondern auch in den neueren Spielen hat einfach Pokémon... Früher habe ich diese ganzen Encounter auch gehasst. Also immer wieder wilde Pokémon und sowas. Aber in Pokémon Sonne und Mond einfach, ich freue mich eigentlich auch irgendwie drauf, weil da machen Kämpfe halt unglaublich viel mehr Spaß. Auch mit den Animationen und sowas. Also ich finde, da hat Pokémon schon echt einen guten Job gemacht. Ja, Bart, come with me. Ja, alles klar. Kann ich jetzt wieder gehen und wieder durch eine Wiese laufen, damit wir noch mehr wilde Pokémon treffen können? Wir nicht schon wie genug. Oh, warte, ich muss erstmal. Nein, um euch die Erleichterung zu geben, der Rückweg ist ohne Wiese schaffbar. Ah, die kann man einfach runterspringen. Erstens das und zweitens, Leute, ich brauche erstmal einen Lichtblick in diesem Spiel. Ich habe hier zwei Kisten und ich will mal gucken, was ich wieder für einen Scheißdreck bekomme. Ich krieg sogar Normal Boxes. Also müssen wir da runter? Ja. Also, ich krieg mal 150 Knete und einen Netball. Ja, ganz Netzball, ganz nett. Okay. Ja, damit kannst du Wasser- und Käfer-Pokémon besser fangen. Und nochmal ein Ding, mal gucken. Jetzt war ich mir gar nicht im Pokémon-Center. Nee, das Center. War Pokégold, ich verstehe. Okay, also ich hab nochmal 20 Pokégold, einen Great Ball und 500 Poké-Dollar. Sehr schön. Und Super Bowl, ja, nicht schlecht. Wo kann ich jetzt shoppen gehen? Ich würde das nicht. Ja, da wo wir gerade waren, aber. Wir müssen erstmal zurück, damit ihr weiterkommt. Ja. Das Problem ist halt, wir haben halt noch nicht fliegen. Wir müssen das alles wieder. Wir müssen sowohl diese Route zu der Stadt. Warte mal, wir wollten ja nicht durch eine Wiese. Ja, aber also ich glaube, oben lang. Ja, genau. Wehe, du willst durch eine fucking Wiese gehen. Ach, lass uns noch ein bisschen Level, gehen wir nochmal durch eine Wiese. Ich zieh dich dann im echten Leben durch eine Wiese und glaub mir, wir werden uns noch früh genug treffen. Dann lerne ich die neuen Pokémon bei uns in der Wiese auch kennen, ja. Oh, ja, Mann. Sie nennen sich Ameisenhaufen, den ich dann. Oh, der hat eine Suikune! Alter, der Flex hier mal mit seinem Level 9 hat eine Suikune. Was zur Hölle? Wie sagt er eine Suikune? Keine Ahnung. So, dann geht da rein, Genius. Los. Und da ist mal die Polizei. Seit wann ist mal die Polizei anwesend? Ich hab bisher noch nie was geleistet. Officer, na dann. Ja, ich habe keine Informationen für dich und ich habe auch deinen Don nicht gefunden. Keine Ahnung, da war zu viel Wiese dazwischen. Das ist doch ein Pokémon. Ja, hast du wohl nicht um deine Sicherheit dich gekümmert, ne? Ja. Prost! Ja, you fell first. This is where you should go. Ja, jetzt können wir zum ersten Mal einen Arena-Kampf machen. Juhu! Oh nee, das ist wie Wiese, nur mit Beton drin. Ja, nee, du. Gibt's hier auch wieder diese coolen Arena-Rätsel? Also aber muss man kann die Leertaste auch schneller drücken, da muss man gar nichts mehr durchlesen. Ja, das mache ich sowieso die ganze Zeit, weil ich überfliege es auch nur. Aber normalerweise in Pokémon gibt es ja immer diese coolen Rätsel, wie man zu den Arena-Leitern kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, es sind halt die gleichen Rätsel wie in den Spielen. Ja, ist ja egal. Aber das Problem ist jetzt halt die schlechte Nachricht, Genius. Wir müssen jetzt den gesamten Weg da links wieder zurück noch mal und dann nochmal die Route 30 gehen. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich ein paar Stunden nicht fertig. Deswegen würde ich vielleicht vorschlagen, es ist ja auch schon 23 Uhr, dass wir jetzt dann langsam zum Ende kommen und Genius nicht mehr allzu lange quälen vielleicht, sonst kämpfen. Na komm, auf ein neues. Na gut, Genius will noch. Hey, ich hab die erste Wiese überlebt. Nein, hast du nicht. Solange wir noch da sind. Ich bin auf der anderen Seite. Was? Achso, ja, okay. Ist ja, ich bin schon draußen. Also, wenn wir jetzt schon wieder in den Kampf reinkommen, alles eure Schuld. So, gut. Ich greif das mal vor mir an. Sag mal, ist mein Stream jetzt eigentlich ohne blaue Farbe? Weil bei mir ist der Nachtmodus angegangen. Was? Ohne oder mit? Ohne blaue Farbe, ja, okay, und dann scheint Anjok, ihr prostet für Shiny und für Sicherheit. So. Ja, ja. Weil dann schalte ich vielleicht mal den Nachtmodus aus. warte, ich muss vielleicht eine Attacke wählen. Ich wähle immer die gleiche, weil sie anscheinend noch ein paar Mal verfügbar ist.
Ja, aber mal ganz abgesehen davon, die andere, du hast halt nur eine Attacke, die was bringt. Das ist der Schöne an Pokémon. Oh, Laylor, du bist ja gemein, das habe ich gar nicht gelesen. Laylor, die posten nämlich auch, wenn du Pokémon falsch aussprichst. Was? Galax. Was für Pokémon habe ich falsch ausgesprochen? Pikomon? Ich versuche mich, ja, jetzt kann ich wieder Totenständung beginnen, aber ich versuche doch eigentlich nur immer die deutschen Namen zu sagen. Wobei, wie heißt das nochmal? Lediba oder auch immer, keine Ahnung, ich habe immer Lediba gesagt. Lediba, ja, habe ich doch gesagt. Ja, gut. So, schaffen euch mal aus der Wiese da raus, bitte. Und? Wir haben es geschafft aus der Wiese. Na, es ist ja nur noch eine Wiese vor uns. Puh. Oh, du abgefackeltes Arschloch von Wiese. Ohne Scheiß. Hä? Alter, was ist das gerade für eine komische Animation, weil wir gerade so richtig irgendwie rot und so. Okay. Ja, ja, aber wir kämpfen uns jetzt noch durch die Wiese, dann gibt's eine Pause und dann machen wir noch ein bisschen und dann Schluss. Alter, so lange. Wisst ihr was? Lass uns mal jetzt eine Pause machen. Ja. Mitten im Kampf. Weil. Nein, nein, warte, den Kampf. Nein, wir machen jetzt mitten im Kampf. Wobei, ja. Wir machen jetzt mitten im Kampf, weil mich regen diese hässlichen Teile da auf. Und das sind. Weißt du, ich versteh's nicht. Das sind süße Wiesos. Das ist ein fucking Haus im Hintergrund und wir sind gerade mitten in der fucking Wiese. Was ist denn da los? Also, ich verstehe das Spiel nicht. Wir treffen uns dann gleich wieder hier auf Twitch Furry und bei uns bei Furry FM, wenn Genus ein bisschen weiter sich darüber beschwert, wie unrealistisch Pokémon ist und wie frustrierend. Bis dann. Alter. Viel Spaß bei der Musik. Und da sind wir auch schon wieder hier bei Pokémon auf Twitch für Furry FM. Und wenn ihr mal kurz unten links in den Live-Chat, nicht in den Live-Chat, sondern in den Chat schreibt, hier schaut hier bei Pokémon, hat Genus gerade geschrieben, nach Pokémon zum Burgers. Ach, Genus, ein bisschen positiver, ich weiß, es ist ein bisschen einseitig. Aber... ein bisschen einseitig. Wisst ihr, diese Klippen hier, die man nur von einer Seite aus begehen kann, die in etwa so hoch sind wie ein Schnürsenkel, ja? Da kann man sich nicht runterstürzen. Da, ja, ne? Da will ich auch ein paar Burger. Von. Und ich würde hier sehr gerne sterben, ehrlich gesagt, um dieses Leid zu beenden, das ich gerade durchlebe. Aber ja. Ja, versuchen wir noch kurz zum Dorf zu kommen. Wie muss man nochmal gehen? Ja, da ist ja, glaube ich, eine Wiese, durch die wir durch müssen. Wir ach ja, das ist ja mal was Neues. Das ist ja mal was Neues. Ich bin aber ausnahmsweise mal nett zu euch. Und zwar? Obwohl, ich weiß nicht, das, ich glaube, ich kann es nur für mich cutten. Zerschneiden. Ich möchte leiden. Ja, er kann uns, wir können sowieso nicht mitschieden. Er ist gerade einfach durch den Busch gelaufen. Ey, nee, ja, komm zurück, Alter, wir brauchen dich. Du bist schon wieder durch den Busch gelaufen. Der Buschwandler. So, wir gehen extra durch wenig Wiese. Ja, bitte. Ich laufe hier ein bisschen weiter von der Wiese. Warte, Gott. Okay. Wenn ich mich jetzt in den Kampf ziehe. Was ist jetzt der schnellste Weg durch die Wiese? Da links. Geh mal den kürzesten Weg vor. Ah ja, den Adion gerade geht, der wäre kürzer gewesen als meiner. Ist Adion hier gerade? Hey, ein Pokémon kommt mit Taubsi, ist das mal was Neues? Kann man die zur Abwechslung vielleicht auch mal füttern oder so? Geronis schreibt gerade wegen Genus, vielleicht finde ich hier noch irgendwo eine Dose Mitleid. Aber Schanifa schreit hoffentlich nicht. Ich habe jetzt Glut, mein Feuerriegel hat jetzt Glut erlernt, das heißt, er kann jetzt endlich anfangen zu brennen. Das ist richtig cool. Barbecue und so. Ah, jetzt hast du dein Togepi wieder, jetzt ist es wieder herausfordernder, oh, verdammt. Ja. War der Wunsch unserer Zuschauer. Ja, aber ich muss dem schon, dem auch schon recht geben. Es ist einfach spannender, beziehungsweise auch wenn Genus jetzt nicht so findet, ist einfach so, wenn man ein bisschen auf das Leben achten muss. Ja, ich war auch in MMOs nie der Fan, so genau davon irgendwie durchgecarried zu werden. So, glaube ich auch mal durch diese Wiese. Oh. Genus macht natürlich gleich einen Kampf klar. Du hättest auch gleichzeitig laufen können, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wie die Chancen dann stehen. Ich werde mir heute das Leben nehmen. Nein. Du musst auch nie wieder Pokémon spielen, außer vielleicht, keine Ahnung, nächste dann Woche, auch wenn wir es nochmal wiederholen. Pokémon spielen. Nee, ich glaube, wir quälen Genus da jetzt nicht jedes Mal mit durch. Aber schau, jetzt können wir sogar die ganzen Wieso endlich anzünden. Übrigens, du kannst doch Wasserattacken jetzt bestimmt einsetzen. Mach das doch mal. Ja, was?
Watergun heißt die, glaube ich. Ja, Aquaknarre. Die Aquaknarre. Yeah. Aber egal. Ah, du hast den jetzt schon abgefackelt. Zu spät. Ja, ja. Ich kann ihn wieder löschen, wenn du willst. Oder? Nein. Lauf! So. Ich gerade, wenn er jetzt ein. Ah, sehr gut. Ich habe es geschafft, Alter. Wenn aber im letzten Busch, erste Wiese geschafft. Oh, da ist noch aber ein. Warte, ah, nee, Wiese ist kürzer da bei Adion. Ja, hier lang. Yes, gerade eben reingelaufen und so fort. Ich find's cool, wie die Pokémon auftauchen und zwitschern, überhaupt. Was ja, ist das nochmal? Mal gucken, das ist was ein passiert, Taubsee. Wenn man Vögel nass macht. Feuer ist effektiv. Das sind ja Taubsies, also die sind Flug-Pokémon. Das heißt, die sind nicht anfällig für nein. Zum Beispiel was? Sind es normal? Anfällig für Wasser. Sind es normal Pokémon oder was? Du bist einfach nur stark gerade, ja. Aber Flug ist doch anfällig gegen Feuer und Elektro. Nein, gegen Elektro und Gestein, nicht gegen Feuer. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich bin. Ach so, echt? Eis ist auch noch sehr effektiv, ja. Ja, genau, Eis. Ich dachte aber auch Feuer. Aber nicht Feuer, nein. Das habe ich in den ganzen Pokémon-Jahren gemacht. Du liest oben kein Very Effective. Was habe ich in den ganzen Pokémon-Jahren eigentlich. Wieso hat es mich hier rausteleportiert? Ich war schon in der Wiese drin. Ja! Oh nö! Warte. Oh, schade. Was? Ich habe eigentlich gedacht, wir treffen wieder auf ein paar Ungeziefer, aber war wohl doch nicht so. Das sind so Kaninchen mit großem Tail. Jetzt hätte ich fast Schwanz gesagt. Es ist 23 und du darfst großen Schwanz schon sagen. Ja. Da fällt mir ein, ich habe so ein Viech noch nicht. Jetzt fängt das direkt mit Superball zum Flexen. Aber wieso zum Flexen, echt. Ja, nee. Wollte ich jetzt sagen. Genau, Visors stehen und springen normalerweise auf ihrem Schwanz, weil der so groß ist, ne? Das machen sie nur, um Ausschau zu halten. Echt? Ich dachte, die laufen, also springen damit. Nein. Auch. Oh. Alter, der ist ja noch ein richtiger Pokémon-Profi hier. Ja, ja. Aber schade, dass sie hier, schade, dass sie ja nicht auf ihrem Schwanz stehen. Hm. Ja, Aniok, die haben keinen Schutz sich gekauft, weil sie noch zu arm dafür sind. Es gab keinen Schutz zu kaufen für uns noch dazu, sonst hätten wir ihn schon längst gekauft. Ich hätte mein ganzes Geld dafür ausgegeben. Ach, aber naja, wenn es so ist, dann gebt mir Geld und ich gebe euch Schutz. Ja, wahrscheinlich. So. Nee, können wir auch kostenlos sagen. Da runter so. Die Klippe? Ja, einfach hier runter. Da, echt? Ja, wieso ja, laufe ich dann durch die Wiese? Wir hätten Glück. Das in einem Kampf geendet hätte, aber da oben war nochmal der Baum. Gehen wir nochmal zum Baum? Nein. Da ist eh keine Frucht dran. Echt? Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Die wachsen nicht so schnell. Badum. Oh, jetzt gehen wir aber kurz Pokémon heilen, weil ja, das war jetzt auch genug. Hier kriegt man gratis Heilung? Ja, die musst du nicht bezahlen. Und dann. Warte. Wie gesagt, die ist halt total sadistisch. Die freut sich allein. Ich mach das auch am besten gleich nochmal, weil das ist ja gerade eine Quest. Ah ja, stimmt. Geht es überhaupt, wenn deine Pokémon noch nicht angenommen haben? Ja. Das ist cool. Ach ja. Was ist da oben eigentlich? Gibt's da Drogen zu kaufen, um sich von dem Leid ein bisschen abzulenken? Ne, da hängt nur so ein Benito rum, mit dem will ich nicht anfangen zu reden. Oh, guck mal, der Typ hat sogar ein Lagerfeuer, das ihm. Verdammt, scheinbar müssen die erst Schaden genommen haben dafür. Ah, ich habe das Gefühl, dass wir Galax gerade an eine unbekannte Macht verloren haben. Ja, meine Damen und Herren, wir haben Galax verloren. Also ich zähle jetzt mal ein paar mögliche Gründe auf. Stromausfall, Internetausfall, Internet gelöscht. Keine Ahnung, spontanes Abfackeln seiner Bude. Ein Genius, der so wütend war, dass seine Gedanken das Internet von Galax zerstört haben, dass er nicht wieder in Wiesen rumläuft. Wer weiß? Lelo schreibt Katze auf Tastatur. Was? Ach ja. Ja, und Jarenis, ich bin die Pokémafia, ich biete euch Schutz für Geld.
Bist du immer noch in diesem Poké-Center drin, Adion? Ja klar, wenn Galax wieder reconnected, kommt er ja auch hierher. Ach so. Ich will nicht hier oben hin. Was könnte ich denn jetzt machen? Na gut, dann lass uns weiterlaufen. Um meine Zeit ein bisschen zu verschwenden. Kann man hier sitzen? Nein, kann man nicht. Komm. Also ich quäl dich noch ein bisschen. Ah, du quälst mich noch ein bisschen. Adion. Lass uns ins Gras gehen. Adion. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich glaube, irgendwann kommt der Tag. Ja, ich höre. Und an dem Tag, da wirst du nicht mehr froh, da werde ich nicht mehr froh. Das ist der Tag, in dem wir durch eine Wiese laufen. Komm, wir gehen in die Wiese. Was ist das jetzt für... Das ist die Weiterentwicklung von Raupi. Die sehen ja mal echt scheiße aus. So stelle ich mir Chromosomenfasching vor. Ein Lelo, da fällt mir übrigens auch noch ein interessantes Lied dann ein. Tiptoe by the window, by the window. Oh nein. This way. Nicht Genie, scheiße. Schön, Genius. Oh boy. This where all the come tiptoe to the tulips with me. Dieses Genius ist einfach. Es geht nicht ums Einfach und ums Schwer. Es geht um das Alter. Es ist schon die 5 Millionen Wiese. Wiese. Ich will jetzt nicht weglaufen. Nein, doch, ich laufe nicht. Ich hab keinen Bock mehr auf Wiese. Verpiss dich. Was ist in dieser Hütte? Ich versteck mich in dieser Hütte. Ich bin übrigens gerade nicht in irgendeiner Hütte. Oh nee, das ist Mr. Tree. Verpiss dich. Den habe ich schon mal gesehen. Den mochte ich nicht. So, wo bist du? Du hast mich allein gelassen, ich bin im Kampf. Echt? Verdient. Sowas von verdient. Ich kann hier rumlaufen ohne. Ich hab kein Problem damit. Geht. Ah! Okay. Kann ja mal gucken, habe ich wieder. Mein armes Togepi muss ja auch trainiert werden, so ist es ja nicht. Ja, es ist wirklich arm. Immerhin muss es trainiert werden. Weiß gar nicht, was für Attacken hat es denn gerade. Ich könnte ihm irgendwas anderes beibringen, damit es nützlicher ist. Habe ich irgendwas Interessantes? Ich könnte mit einer Attacke beibringen zu klauen. Yay. Beibringen zu klauen ist das... Oh nee, das ist rassistisch, das darf ich nicht sagen. Gut, dass ich es rausgefunden habe vorher. Ja, wahrscheinlich. Genius, komm her. Was? Wo bist du? Komm dir mal entgegen, wir machen mal einen PvP-Kampf. Wir beide? Ja, du gegen mein Togepi. Oh boy. Battle. Hey, das ist ja wie Wiese, nur auf dem Weg. So, Match Levels, ja. Pokémon maximal 1. Wie oft muss ich denn auf Accept noch drücken? So, Start. Ich muss halt auch erstmal auf Start drücken. Ah, ach so, klar, wir haben uns jetzt erstmal eine Arena hingebaut. Ja, wir sind Cell, wir können das. Oha, ein Prozentangabe. Krieg mich einfach wild durch.
Hey, ich hab grad Gainer eingesetzt. Headbutt. Cool, schläfst du. Haha. Ah. Na dann. Ach, ich kann immer noch nichts tun. Yay, willkommen zurück, Galax. Ich vermute mal, ihr habt schon beendet, oder? Nee. Nein. Ah, wir sind noch live. Wir machen Wiese nur auf dem Weg. Ah, ja. Gut. Ihr seid immer noch auf dem Weg. Ja, ich habe ihn durch Wiese gezwungen. Nein, oh Gott, ich will nicht verlieren. Stirb, Genius. Nein. Stirb, du. Nein, ich habe verloren. Ich habe noch ein HP. Ihr habt so viele Congratulations für nichts. Oh, warte. Dafür gab es eine Box. Eine Box, ihr habt sogar zwei Boxes. Einmal, ich mache erst die kleine Box auf, da ist meistens immer Scheißdreck drin. Ja, weil du Lappen gewonnen hast. Ich schau, Genius. Pokéball, erstmal die große Box jetzt öffnen. Schau, Genius, da, wenn man mal schon gewinnt, dann macht Pokémon fast so sehr Spaß, Kleider, dass man es jetzt ab sofort regelmäßig spielen kann. Ich habe einen Hut, der scheiße aussieht, und Gold, okay. Lass mein armes Togepi erstmal heilen. Ba, ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ich laufe hier einfach wieder zurück in die Stadt. Weil, warum nicht? Yay, übrigens, durch den einen Kampf müsste dein Pokémon auch wieder Schaden genommen haben. Du solltest es nochmal heilen, um die Quest zu beenden. Beide meiner Pokémons sind okay. Echt? Ach ja, du warst 100... in dem Kampf im Gras nicht dabei. Moment, da müssen wir nochmal ins Gras. Komm. Oh, nö. Komm. Du willst mich doch verarschen. Komm ins Gras mit mir. Oh. Auf jeden Fall denke ich aber, dass es jetzt schon wieder einigermaßen spät jetzt tatsächlich ist. Also wenn ihr jetzt auch den Kampf habt. Oh, die so Erlösung von dir, dass du mich erlösen willst. Aber du kannst mir auch gleich eine Waffe gegen den Kopf richten. Ach nein. Da hat's genau den Falschen getroffen. Ne? Das ist mich dann... mich trifft anstatt dich. Du hättest dich wahrscheinlich gefreut. Du kriegst trotzdem keinen Schaden. Naja, das ist dann halt so. Dann macht noch euren Kampf zu Ende. Du willst nicht mehr. Gut, dann... Wo ist Jalax? Jalax kommt nicht mehr online. Bis ich mich da wieder eingeloggt habe. Dauert etwas. Ich dachte, der ist hier dann nochmal. Okay, ja gut, ne? Dann, stehen wir zwei Pommes-Monster halt nebeneinander. Und Aninok, wie ist die auf Damirplex geritten? Ich vermute mal, das kann man genauso wie man auf Suikune und allen anderen da reitet oder da auf, was ist das, Vulpix? Nee, die Weiterentwicklung. Kann man halt hier auf recht vielen Pokémon reiten. Ja, das sind Skins von Das Fahrrad. Ist das ein Shadow Absol, Alter, gerade gewesen? Oder das war so ein dunkles Absol, cool. So, auf jeden Fall. Verabschiedung. Aber ja, nicht ganz. Erstmal ein dickes, fettes Dankeschön. Genau. Ne? Weil wir haben ja ein paar nette Kontoinhaber. Hust. Okay, das ist vielleicht falsch angefangen. Also, um sozusagen einerseits danke an Bravura, dass er das ganze Technische gemacht hat, weil ohne das wäre das ganze coole Multistream heute gar nicht nötig, sondern möglich gewesen. Immer bitte gerne. Also von daher, da geht vor allem der Dank an Bravura, sonst hättet ihr immer nur einen Bildschirm sehen können. Und, was du jetzt wahrscheinlich auch meintest, vielen Dank an unsere Patreons, denn ihr unterstützt uns damit natürlich einerseits solche Shows zu machen, aber auch die anderen Shows und auch unsere ganzen Serverkosten und weiteres zu bezahlen. Das wäre ohne euch nicht so möglich. Und von daher vielen Dank an unsere Patreons, Metal-Tail und besonderen Dank hier an Aninok und Metal-Tail. Wollte ich gerade sagen, genau. Also, ihr seid extrem süß und sexy und geil und irgendwann kommt ich euch mal besuchen. Okay, Gene. Nee, vielleicht ist das eine Drohung? Das ist eine Drohung, genau. Man weiß ja nie bei Gene. Nein. Gib nicht eure Dance raus, das könnte schief gehen. Oh, der reitet auf einem, wie heißt das? Entei. Entei. Verdammt. Entei, ja, genau, meine ich ja.
Auch ein cooles Pokémon. Eins der legendären drei da irgendwie. Auf jeden Fall. Und aber auch danke an die anderen Patreons. Was, Prost? Habe ich jetzt wieder ein Pokémon falsch ausgesprochen? Ja, ich dachte es. Ach komm, hör mir auf. Wirklich ausgesprochen wie Hentai. Ja. Okay, lieber Live-Chat, wie viel habt ihr eigentlich jetzt schon mittlerweile getrunken? Schreibt es mal in den Live-Chat. Ich glaube, dass man mittlerweile gerade nur zwei, glaube ich, mitgemacht haben. Laylor und Katiba. Es heißt Entei. Es wird E-N-T-E-I geschrieben. Das heißt, ganz genau ausgesprochen heißt es sogar Entei. Ja, aber wir sind nicht im Englischen, wir sind im Deutschen. Und im Deutschen wird es Entei ausgesprochen. So wird es zumindest gelesen und so habe ich es gelernt. Ja, genau. Und dann, sagst du zu dem anderen auch Suikune oder wie? Genau. Tatsächlich, ja. Und zu Ho-Oh sage ich Ho-Oh. Nein. Ja, Ho-Oh ist auch Ho-Oh, aber es heißt nicht Suikune. Ach, übrigens, eine Sache, die muss ich euch erzählen, ne? Das ist jetzt total off-topic, aber ich muss es einfach gesagt haben, sonst werde ich unglücklich. Ich habe mal so ein bisschen nach Orten auf Google Maps gesucht, so, die mir gefallen, wo ich mal hinziehen könnte, weil im Saarland leben nur zwei Leute und die kenne ich alle schon. Dann willst du unbedingt in die Pokémon-Welt der Kanto-Region ziehen. Nee, ich will unbedingt in irgendeinen Bereich ziehen, in irgendeinen Ort, das einen beschissenen Namen hat, so. Und mir ist da so ein kleines Dorf aufgefallen, das heißt einfach Linsengericht und ist halt so... Das ist so mein Ort, da will ich hinziehen. Einfach mal den Namen so scheiße. Linsengericht. Ja, wirklich Linsengericht, ohne Scheiß. Ich habe mich auch so gefreut, als ich das in Google Maps gesehen habe. Da dachte ich mir so, ja, da ziehe ich hin. Also an alle Leute aus Linsengericht, die gerade zuhören, ihr habt mich bald irgendwann am Hals. Der gute Jean ist aus Linsengericht. Anino hat es gerade nochmal ergänzt, ne? Auch laut dem dritten Pokémon-Film in Deutsch wird es Entei ausgesprochen. Gut, dann muss ich mich euch beugen. Aber ich hab's halt immer, ich hab keine Ahnung, ich hab die Filme erst danach gesehen, aber ich hab's wahrscheinlich nie dazugelernt. Der erste Eindruck zählt da bei den Pokémon. Ich lese zum ersten Mal den Pokémon-Namen und wenn ich ihn dann falsch gelesen habe irgendwie, dann heißt das Pokémon auch für den Rest seines Lebens so bei mir so, ne? Weil ich es einmal falsch ausgelesen habe. Passiert mir bei vielen Pokémon so, da habe ich mich irgendwie verlesen bei den Namen und seitdem nenne ich die irgendwie totalen Bullshit. Aber naja. Aber gut, dann weiß ich es jetzt immerhin. Sehr gut. Meine Galaxy. Ich habe sogar die meisten Pokémon-Filme gesehen. Ich kann mich gar nicht an den erinnern. Egal. Naja, also, aber da haben wir ja Glück, dass er nicht Pikachu. Ja, okay, Pikachu. Ja, Pikachu kennt man. Pikachu kennt man. Vor allem, da müsste man ja Pikachu sagen, ne? Pikachu. Pikachu. Und hast einen Sprachfehler, so hört sich das an. Ja, okay, fair enough. Ja, man muss einfach manche Pokémon anders aussprechen, als man sie im Deutschen lesen würde. Habt ihr schon recht. Weil Ach stimmt, ich spreche ja wie K aus. Aber Claudi, du müsstest doch mittlerweile wissen, dass ich heißt natürlich... Heißt das dann jetzt nicht Claudi? Nein, ich sage ja auch nicht bei Dax. Oder doch, da spreche ich es auch fast wie ein K aus. Dax. Ah, haha. Ich sage ja auch nicht Dachs. Weil es kein Dach ist. Ja, ist jetzt okay. Auf jeden Fall, am Anfang sagt man es K. Ja, egal. Sorry. Ich glaube, wir reden euch da gerade kaputt. Ich wünsche euch allen zusammen eine wunderschöne gute Nacht. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, besser gesagt, dass es euch gefallen hat, diesen Multistream. Und ja, leider war Bildton etwas versetzt. Geht technisch nicht anders, aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht und werden wir demnächst eventuell wiederholen. Heute Abend geht es aber nochmal weiter. In circa einer Viertelstunde bis 20 Minuten gibt es noch eine Live-Moderation auf Furry FM. Twitch wird abgeschalten, danach geht es auf Furry FM selbst wieder weiter. Und das war's mit Furry FM zockt mit Galax, Adion, Genius und meiner Wenigkeit im Hintergrund. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.